Liebe Blankenburger, liebe Mitbürger aus Heinersdorf, ich begrüße Sie sehr herzlich hier bei uns an der 22. Grundschule am Wasserturm in Heinersdorf. Ich freue mich, dass Sie heute Abend hierher gekommen sind zu dieser Informationsveranstaltung, in der es um geplante Bauvorhaben bei uns im Nordosten von Berlin geht. Wir wissen ja alle, Berlin entwickelt sich ganz rasant. Berlin braucht Wohnraum und nun ist diese Situation auch zu uns quasi in den Nordosten der Stadt gekommen. In Blankenburg soll also in Größenordnungen gebaut werden. Man spricht von 6.000 Wohnungen, 15.000 neue Mitbürger werden in unser Gebiet ziehen. Und ich kann mir gut vorstellen, mir geht es jedenfalls als Heinersdorferin so, dass da bei Ihnen Fragen entstehen, das Bedürfnis nach Information. Aber vielleicht auch die Situation auftritt, dass man sagt, wie soll das nur gehen? Um diese Fragen beantworten zu können, um Ihnen erstmal Raum zu geben, findet diese Veranstaltung hier heute Nachmittag statt, beziehungsweise es ist ja schon Abend. Deshalb sind also, und die möchte ich jetzt auch sehr herzlich begrüßen, Vertreter aus dem Bezirksamt, aus dem Senat, aber auch Vertreter von Bürgerinitiativen und anderen Gruppen, die ich gar nicht alle nennen kann, weil sie sich heute Abend ja auch noch im Einzelnen vorstellen werden, zu uns gekommen. Es wird also für Sie die Möglichkeit geben, in Dialog zu treten, mit den Verantwortlichen ihre Sorgen, ihre Ängste, aber natürlich auch ihr Bedürfnis nach Information zu befriedigen. Ganz zum Schluss möchte ich noch eines sagen. Wir Heinersdorfer gelten wahrscheinlich nicht so ganz Unrecht als ein etwas renitentes Völkchen, zumindest in Teilen. Ich weiß nicht, wie das bei den Blankenburgern ist, aber ich denke mal, Emotionen werden heute Abend sicherlich auch eine Rolle spielen. Trotzdem bitte ich Sie, weil wir ja gemeinsam ein Stück weit in die Zukunft planen wollen, dass wir die Argumente, die wir heute Abend austauschen wollen, doch so sachbezogen wie möglich halten wollen und uns wertschätzend begegnen. Und in diesem Sinne wünsche ich Ihnen allen ein guten Dialog, einen guten Auftakt in dem Prozess der Planung für dieses große Wohngebiet. Und ich habe übrigens, weil ich ein bisschen aufgeregt bin, am Anfang vergessen, mich Ihnen vorzustellen. Mein Name ist Marina Vogel, ich bin hier Schulleiterin. Und um eine Nachsicht möchte ich Sie noch bitten. Ich habe ja vorhin gesagt, Sie sind zu Gast an der Grundschule. Sie spüren es natürlich alle schon. Die Stühle sind ein bisschen klein, aber das konnten wir nicht ändern. Also in diesem Sinne, Ihnen und uns allen eine gelungene Veranstaltung. Vielen Dank, liebe Frau Vogel, für diese freundliche Einführung und vor allem für die Gastfreundschaft, dass wir uns hier nochmal so richtig jung fühlen können, indem wir auf den Kinderstühlen sitzen. Nein, vielen Dank und von meiner Seite an Sie alle ganz herzlich willkommen zu unserer Wiederholung der ersten Informationsveranstaltung. Wir hatten ja vor einigen Wochen die erste Informationsveranstaltung gemacht und ich denke, dass einige von Ihnen auch da waren und nicht reingekommen sind. Was wir damals schon sehr bedauert haben, weshalb wir gesagt haben, wir wiederholen die Veranstaltung, damit diejenigen, die sich geärgert haben, dass sie nicht mehr reingekommen sind in die Kirche, wenigstens die Chance haben, dass bei einer zweiten Gelegenheit sich anzuhören und andere, die letztes Mal nicht konnten, heute kommen können. Deswegen herzlich willkommen heute hier in der Turnhalle. Mein Name ist Jochen Lang, ich bin in der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen, Abteilungsleiter für Wohnungsneubau und ein paar andere Sachen und mit meinen Kollegen heute hier, um mit Ihnen die Diskussion zu beginnen über ein neues Stadtquartier im Blankenburger Süden. Warum sind wir auf diese Idee gekommen? Ich möchte das nicht alles wiederholen, was wir alle in den letzten Jahren selbst erlebt haben, in der Zeitung gelesen haben, im Fernsehen gesehen haben, Berlin wächst. Die Zahlen kennen Sie auch. Im letzten Jahr waren 60.000 Menschen, um die diese schöne Stadt größer geworden ist. Und deswegen brauchen wir mehr Platz zum Wohnen für die neuen Berliner, aber auch für die bisherigen Berliner, wenn die mal umziehen wollen, ausziehen wollen, weil sie groß genug geworden sind. Es ist immer schwieriger, eine Wohnung zu finden, ob man jetzt hier geboren ist, ob man aus Brandenburg kommt, aus Bielefeld oder aus dem Ausland. Wir merken auch, dass es zwar notwendig und wichtig ist, Dachgeschosse auszubauen, Lücken zu schließen, hier nochmal eine alte Kriegslücke zuzubauen, also diese sogenannte Verdichtung zu betreiben. Das ist weiterhin wichtig und richtig, aber es wird nicht ausreichen. Wir müssen auch die Stadt selbst weiterbauen, neue Stadtquartiere entwickeln, wie man das in früheren Jahrzehnten und Jahrhunderten ja auch gemacht hat bei größeren Wachstumsschüben der Stadt. Und uns ist sehr wichtig, dass wir dabei einen sehr hohen Qualitätsanspruch haben. Weil es geht ja nicht nur darum,
möglichst schnell möglichst viele Wohnungen zu bauen, die dann auch noch bezahlbar sind, sondern die Stadt auch so weiterzubauen, dass wir selbst dort gerne leben möchten und dass es vielleicht in 100 Jahren so ist wie heute, wo wir sagen, vor 100 Jahren, in den 20er Jahren wurden all diese wunderbaren Siedlungen gebaut, auch in einer Zeit großen Wohnungsbedarfs, wo heute alle von begeistert sind. Das ist so ein bisschen der Qualitätsmaßstab, an dem wir uns messen lassen werden müssen. Wie sind wir jetzt auf den Blankenburger Süden gekommen? Da gibt es einen ganz wichtigen Anlass, das ist der Blankenburger Pflasterweg, diese landeseigene Fläche da oben. Die gehört nämlich dem Land Berlin. Das ist sehr selten geworden, weil Berlin die meisten Flächen verkauft hat, als Berlin pleite war. Und um möglichst viel Geld eben reinzukommen, um die Schulden zurückzubezahlen. Und deswegen suchen wir zurzeit natürlich besonders intensiv nach Flächen, die der Stadt Berlin gehören, weil wir dort möglichst gut bezahlbares Wohnen ermöglichen können. Dort können die städtischen Wohnungsbaugesellschaften bauen, dort können wir Genossenschaften die Möglichkeit geben zu bauen oder anderen eher am Gemeinwohl orientierten Bauherren und damit eben die Chance haben, auch für die Leute Wohnungen zu haben, die eben nicht so reich sind, sich teure Eigentumswohnungen leisten zu können, sondern ich sag mal für uns alle, für die Mittelschicht und für diejenigen, die es vielleicht noch ein bisschen schwerer haben. Zweitens, nicht nur der Preis ist wichtig, zweitens ist auch wichtig, dort, wo das Grundstück Berlin gehört, kann Berlin auch selbst entscheiden. Also können wir, kann die Stadtgesellschaft selbst entscheiden, was dort passieren soll. Anders als bei einem privaten Grundstück, wo man nur über das Baurecht beeinflussen kann, aber der Eigentümer natürlich einen viel größeren Spielraum hat, selbst zu entscheiden, was er dort entwickeln möchte. Das war der Blankenburger Pflasterweg, unser Anlass, uns dieser Gegend zuzuwenden im Hinblick auf Wohnungsneubau. Sie wissen viel besser als ich habe aber auch viel gelernt in den letzten Monaten darüber, wenn man am Blankenburger Pflasterweg Wohnungen bauen möchte, dann ist es notwendig, Stadtentwicklung zu betreiben. Dann braucht man Schulen, dann braucht man Kindertagesstätten, dann muss man sich um den öffentlichen Raum kümmern und vor allem muss man sich auch um die Verkehrslage kümmern. Und das wäre hier im Blankenburger Süden, also in diesem Gebiet, was auf den Plänen hier immer rot umrissen ist, das wäre auch heute schon sinnvoll, einige, ich sag mal, Verkehrsprobleme anzugehen, vielleicht im öffentlichen Raum ein paar Sachen mal zu erledigen, die darauf warten, dass man es tut. Es wäre auf jeden Fall auch nötig, ohne am Blankenburger Pflasterweg ein Quartier zu bauen, denn Berlin wächst ja auch, wenn wir dort keine Wohnungen bauen. Die Menschen ziehen hierher, die Menschen werden geboren, sie wohnen dann irgendwo, es wird hier noch ein bisschen was gebaut, die Menschen rücken zusammen, es werden mehr Menschen hier wohnen, es werden sich also mehr Menschen auf den Straßen bewegen wollen, es werden mehr Kinder in die Schule gehen müssen. Also es ist auch so schon nötig, Stadtentwicklung hier zu betreiben, auch wenn dort keine vielleicht 5000 Wohnungen gebaut werden. Aber es ist auf jeden Fall die Voraussetzung dafür, dass man dort in einer solchen Größenordnung Wohnungen baut. Deswegen müssen wir uns hier um die Stadtentwicklung kümmern und deswegen muss diese Idee, ein neues Stadtquartier am Blankenburger Pflasterweg zu entwickeln, eingebettet werden in die Nachbarschaft. Es muss einen Mehrwert bieten, Mehrwert jetzt im Sinne von, es wächst die soziale Infrastruktur, Kinder können zur Schule gehen, Verkehrsprobleme werden gelöst und ich sag mal so Zentren wie Heinersdorf oder Blankenburg haben vielleicht auch eine Chance, sich, ich sag's mal so, noch ein bisschen weiter zu entwickeln, sich noch ein bisschen weiter zu verbessern, um es mal so vorsichtig auszudrücken. Wir haben im Senat diese Idee entwickelt, weil wir gesagt haben, wo können wir solche neuen Stadtquartiere entwickeln, die diesen Anforderungen genügen, haben die Diskussion mit dem Bezirk, mit dem Bezirksamt begonnen und haben dann sehr schnell das Forum Blankenburger Süden getroffen, kennengelernt, die nämlich gesagt haben, wir sind schon da, wir machen uns genau über sowas Gedanken, wir haben Anliegen, dass hier Stadtentwicklung passiert, dass hier Probleme gelöst werden, können wir das bitte gemeinsam machen, wie ihr euch da ausdenkt. Und wir haben gesagt, ja wunderbar, wir suchten nämlich gerade nach Leuten, mit denen wir das besprechen können. Und unser Eindruck ist nach diesen Gesprächen, die wir bisher hatten in den letzten Monaten, ein solches Quartier braucht erstens eine sehr gute Planung. Wie gesagt, um diesen Qualitätsanspruch zu genügen, südlich von Blankenburg, nördlich von Heinersdorf, im Westen von Malchow, es wird sehr viel und sehr gute fachliche Arbeit brauchen. Das sind die Gutachten, die Verkehrsgutachten, die ökologischen Gutachten, Regenwasser, Boden, Qualität und so weiter und so fort. Also die Facharbeit, was kann man hier überhaupt machen und wenn man das machen möchte, wie geht das? Und es wird sehr klare politische Entscheidungen und auch eine konsequente Umsetzung dieser Entscheidungen brauchen. Es wird allerdings noch ein bisschen dauern, bis wir so weit sind, dass es politisch zu entscheiden ist. Vorher muss Facharbeit gemacht werden und vorher muss vor allem eine sehr, sehr gute Kommunikation und Kooperation geschehen, also miteinander reden und zusammenarbeiten. Denn erstens haben wir hier teilweise relativ komplizierte Probleme und Aufgaben zu lösen. Und wir haben gerade hier in Heinersdorf, glaube ich, eine sehr lange Geschichte des Planens
und auch des Verwerfens von Plänen oder des Nicht-Umsetzens von Plänen. Deswegen ist uns sehr wichtig, dass wir hier Vertrauen miteinander entwickeln, dass man hier vernünftig gemeinsam arbeiten kann. Mit Mann meine ich jetzt uns, die wir hier im Saal sitzen und noch einige weitere, die hier gemeinsam Interessen haben, weil unser Anliegen ist, dass wir das von Anfang an gemeinsam mit ihnen machen, die hier leben und auch weiterleben, hoffe ich jedenfalls, oder hier leben möchten, wenn wir hier Stadtentwicklung gemeinsam betreiben und Wohnungen bauen können. Es ist bisher noch nicht viel geschehen. Es sind eigentlich nur drei Sachen gemacht worden. Das erste ist, die Idee ist entstanden und ist so ein bisschen entwickelt worden, ein neues Quartier hier zu entwickeln. Die neue Koalition hat diese Absicht auch bekräftigt. Also die neue Koalition im Senat möchte dieses Stadtquartier entwickeln. Das war die erste Sache. Die zweite Sache ist, wir haben den Auftrag erteilt, vorbereitende Untersuchungen zu machen. Was das ist, wird uns gleich nochmal erklärt im Anschluss. Das muss man machen, ohne vorher eine öffentliche Diskussion zu führen, weil der Beginn einer solchen vorbereitenden Untersuchung ist sozusagen der Punkt, an dem Bodenpreise im Nachhinein festgestellt werden. Also wenn man Spekulationen vermeiden möchte, darf man nicht erst drüber reden, dass man sowas vorhat, sondern sagen, wir beschließen das jetzt im Senat und dann reden wir drüber. Dann fängt der Prozess nämlich erst an. Das ist das Zweite, also nur dieser Beschluss. Sie haben noch ein bisschen schon angefangen, aber sozusagen noch nichts passiert. Und das Dritte ist, dass wir gesagt haben, wir suchen uns Hilfe bei diesem Kommunikations- und Kooperationsprozess. Wir wollen das als Verwaltung nicht alleine schaffen müssen, sondern wir haben Expertinnen gesucht und gefunden und beauftragt, die mit uns jetzt wieder wir hier zusammen gemeinsam diesen Prozess gestalten können, damit wir möglichst gut zusammenarbeiten können. Ich bin als Mitarbeiter der Verwaltung sehr froh, dass wir diese ersten Überlegungen, diese ersten Planungen nicht alleine machen mussten, sondern gemeinsam mit dem Bezirksamt, gemeinsam mit dem Forum Blankenburger Süden, weil so ein Start des Prozesses gemeinsam ist umso besser, weil Stadtentwicklung geht insgesamt nur gemeinsam. Und in diesem Sinne möchte ich Sie ganz herzlich einladen und vor allem auch bitten, mitzumachen, heute mitzumachen, solange Sie es aushalten auf den kleinen Stühlen, aber auch in den nächsten Monaten, wenn wir, ich sage mal, vor allem im Laufe des nächsten Jahres hier gemeinsam sehr viel vorhaben. Ich freue mich, dass Sie heute hier sind und möchte jetzt gerne den Stab an Frau Burgdorf übergeben, damit sie uns hier den Abend organisiert. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Lang. Danke sehr. Ja, den Abend organisiert haben natürlich ganz andere. Ich habe die schöne Aufgabe, Sie durch den Abend zu geleiten. Und da ich gemeinsam mit dem Büro Zebralog, die Kolleginnen sitzen hier, damit beauftragt bin, diese Kommunikation und die Partizipation, also schlicht die Beteiligung, gut zu organisieren, habe ich auch den Auftrag, Ihre Fragen gut an das Podium hier zu geben und Lösungen zu suchen und Antworten zu finden, auch hier gemeinsam mit den Leuten aus Senat und Bezirk, sodass Sie zufrieden nach Hause gehen können. Wann können Sie nach Hause gehen, wenn Sie bis zum Ende bleiben wollen? Sie können erstmal immer gehen, wenn Sie denken, dass Ihnen das hier unbequem ist oder dass Sie nicht mehr zuhören möchten. Aber wir haben avisiert, dass wir so um 7:45, so vielleicht wird es auch 8:30 fertig sind. Wenn Sie Ihr Auto geparkt haben auf dem Medimax-Parkplatz, ich glaube so heißt das, Sie müssen keine Sorge haben, bis morgen früh sind die Schranken auf. Also Sie könnten sogar noch das Auto bis morgen früh stehen lassen, müssen Sie aber natürlich nicht. Weitere organisatorische Ansagen, die wichtig sind für den heutigen Tag. Sie sehen dort eine Kamera. Diese Kamera ist ausschließlich hier auf das Podium gerichtet. Und da wir Sorge hatten, dass wir zu wenig Plätze wiederum haben, was nicht der Fall ist, hier vorne sind übrigens noch ein paar frei, haben wir gesagt, wir organisieren uns einen Livestream. Und das Schöne ist, ehrlich gesagt, wir konnten es selber, weder die Senatsverwaltung noch wir, so schnell mal eben hinkriegen, aber ein Nachbar, nämlich der Herr Fritz, der jetzt hinter der Kamera steht, der hat seinen YouTube-Channel zur Verfügung gestellt und da können Sie die Veranstaltung auch nochmal nachhören. Das ist schon echte Kooperation, muss ich sagen, und ich finde es einen kleinen Applaus wert. Finden Sie mich auch? Frau Vogel hat es eben schon ganz wunderbar gesagt, es ist übrigens wirklich traumhaft, dass wir hier sein können. Heute Morgen haben die Schülerinnen und Schüler die Stühle mit reingekarrt und wir haben auch, und wenn das Sie persönlich betrifft, bitten wir darum um Entschuldigung, auch das Vereinsleben hier damit natürlich eingeschränkt, wenn wir hier in der Turnhalle tagen, der ein oder andere Fußballclub und so weiter konnte nicht trainieren heute in der Halle, glücklicherweise war das Wetter schön. Wir sitzen hier in dieser Turnhalle und haben den Auftrag, gut miteinander ins Gespräch zu kommen. Das ist ja nicht das Normale in einer Turnhalle, aber Sie haben die Möglichkeit, sich einzubringen in die Veranstaltung nach ein, zwei Vorträgen und Interviews. Ich will Ihnen kurz sagen,
Und wie das ablaufen wird, zunächst einmal wird Herr Sichter vom Senat nochmal erklären, was sind überhaupt vorbereitende Untersuchungen, woher kommen diese roten Linien, was bedeutet das für mich, wenn ich da vielleicht ein Grundstück habe, was sind die Konsequenzen. Dazu wird Herr Sichter sich interviewen lassen und sicherlich mit seiner großen Erfahrung gute und Sie auch hoffentlich zufriedenstellende Antworten geben. Dann im Anschluss haben sich die Bürgerinitiativen, die sich im Blankenburger Forum zusammengetan haben, bereit erklärt, hier vorne noch einmal zum Interview zur Verfügung zu stellen und zu sagen, was machen wir in Malchow eigentlich? Was macht die Zukunftswerkstatt in Heinersdorf? Einmal, um sich ihnen vorzustellen, vielleicht haben sie Lust, sich zu engagieren, aber auch um ihre eigenen Themen und ihre eigenen Sorgen, die sie mit Blick auf die neue Entwicklung haben, hier zu präsentieren. Dann kommt die erste Rückfragerunde. Dann haben Sie die Möglichkeit, Rückfragen hier nach oben zu stellen, an die Bürgerinitiativen, an den Herrn Lang, an den Herrn Sichter, auch an alle anderen kompetenten Gesprächspartner hier im Raum. Wenn Sie keine Lust haben, eine Frage öffentlich zu stellen, Sie haben alle Zettel auf den Stühlen gefunden, füllen Sie diese Zettel gerne aus. Wenn Sie rausgehen, stehen dort Boxen und hinter den Boxen stehen Kolleginnen und da können Sie Ihre Fragen eingesammelt bekommen. Wichtig ist, nach einer gewissen Bearbeitungszeit, ungefähr 2 bis 3 Wochen müssen Sie uns da jeweils geben, werden alle diese Fragen im Internet beantwortet sein. Ja? Also wir werden versuchen, wirklich alle Fragen, die gestellt werden und die man beantworten kann, auch zu beantworten, sodass Sie irgendwann einen großen Fragepool im Internet auf der Senatsverwaltungsseite finden und dort finden können, welche Frage Sie gestellt haben und welche Antwort gekommen ist. Wenn Sie uns auch noch Ihre E-Mail dalassen, können wir Sie immer, wenn es was Neues gibt, auch per E-Mail informieren. Außerdem darf ich noch verkünden, dass neben der laufenden Kamera auch Fotos gemacht werden. Wenn Sie sehen, das sind nur die Kolleginnen, die hier vielleicht mit dem Handy mal ein paar Stimmungsfotos machen. Wenn Sie nicht fotografiert werden möchten, gehen Sie, zu wem gehen Sie? Genau, zu Frau Letz, zu Britta. Gehen Sie zu Britta und sagen Sie im Nachhinein, bitte nicht fotografieren, dann dürfen Sie sich nicht erschrecken, dann macht die nochmal ein Foto von Ihnen. Aber nur, um Sie sozusagen hinterher nicht mit auf dem Bild zu haben. Wenn Ihnen das wichtig ist, machen Sie das gerne. So, die letzte organisatorische Ansage, vergessen Sie nicht, am Ende der Veranstaltung Ihr Handy wieder einzuschalten. Ja? Gerne. Und nun zur Kultur der heutigen Veranstaltung. Wir haben das bei der ersten Veranstaltung schon gesagt und die Schulleiterin hat schon darauf hingewiesen, hier in Heinersdorf wird eine temperamentvolle Diskussionskultur gepflegt, was wir sehr schätzen, weil besser temperamentvoll als keine Beteiligung, ganz ehrlich. Und trotzdem bitte ich Sie dreimal um Respekt. Ich bitte Sie zunächst einmal, wenn Sie selber sprechen, wenn Sie eine Frage stellen, bitte ich Sie um Respekt vor Ihrem Nachredner. Ich will sagen, fassen Sie sich bitte kurz. Das zweite Mal Respekt erbitte ich von Ihnen gegenüber demjenigen, der redet. Manchmal in solchen Veranstaltungen denkt man, jemand beginnt einen Satz und man weiß schon, wie er aufhört. Und man fängt schon mal vorsorglich an zu lachen oder zu murmeln, weil man ja schon weiß, wie es zu Ende geht. Ich bitte Sie um Respekt, lassen Sie die Menschen so weit aussprechen, bis sie wirklich wissen, was sie sagen wollten. Vielleicht kommt es ja ganz anders, als sie am Anfang dachten. Und das dritte Mal Respekt erbitte ich von denjenigen, die die Fragen beantworten. Beantworten Sie, vor allem aus Senat und Politik, aber auch wenn Sie etwas beantworten wollen, beantworten Sie die Fragen präzise und kurz, so dass wir wirklich Antworten auf die Fragen bekommen. So, jetzt hoffe ich, dass Sie sich alle gut aufgehoben fühlen soweit. Zum Schluss würde mich noch interessieren, wer von Ihnen lebt, wohnt in diesem rot umrandeten Feld, um mal so ein Gefühl zu bekommen, wo Sie eigentlich herkommen. Uiuiui. Das ist eine ganze Menge. Wer von Ihnen kommt aus Blankenburg? Okay. Wer von Ihnen kommt aus Heinersdorf? Okay. Wer von Ihnen kommt aus Malchow? Okay. Wer von Ihnen kommt ganz woanders her? Märchenland. Ah. Was würden Sie denn sagen, was ist das Märchenland dann? Was hätte ich abfragen müssen? Märchenland? Hätte ich sagen, fragen müssen, Märchenland? Ist das sozusagen Ihre Adresse? Ist Ihre Adresse gut. Märchenland. Wer von Ihnen kommt aus dem Märchenland? Frage ich jetzt nochmal, was würde mich interessieren? Wer hat einen Garten im Märchenland? Okay. Erstmal eine. Wer hat einen Garten oder etwas anderes, womit er seine Freizeit verbringt in der Erholungsanlage? Okay,
haben wir doch ein bisschen ein Gefühl für die Menschen, die heute da sind. Herr Sichter, wo sind Sie denn? Und Sie haben die schöne Aufgabe, diesen Menschen hier jetzt mit mir gemeinsam verständlich zu machen. Was sind denn, fangen wir doch mal damit an, diese rote Linie, die auf den Plänen ist. Die erweckt ja erstmal das Gefühl, okay, wer in der roten Linie ist, hat irgendwie verloren. Also der ist da mit drin in dem Gebiet. Was ist das für ein Gebiet und was hat diese Linie für Konsequenzen? Ja, guten Abend erstmal. Mein Name ist Joachim Sichter. Ich bin Stadtplaner und arbeite seit 1995 für die Senatsverwaltung, aber seit 1981 in Berlin als Stadtplaner. Jetzt werde ich Ihnen erläutern, was eine vorbereitende Untersuchung ist. Also wenn eine Gemeinde in der Bundesrepublik einen besonderen Bedarf an neuen Wohn- oder Arbeitsstätten oder sonstigen Bedürfnissen hat, dann kann sie zu besonderen Instrumenten greifen. Eins dieser besonderen Instrumente ist eine Entwicklungsmaßnahme. Und damit verschafft sich die Gemeinde besondere Rechte. Sie geht aber auch besondere Pflichten ein in diesem besonderen Städtebaurecht. Und bevor sie das tut, muss sie sich über das, was sie da anfängt, hinreichend Klarheit verschaffen. Sie muss also genau untersuchen, was da los ist, wer da wohnt. Sie muss untersuchen, wenn sie das, was sie vorhat, tut, wem tut sie damit möglicherweise weh, welche Vorteile hat sie davon und vor allem auch, was kostet das Ganze, damit sie diesen Beschluss, dass sie eine Entwicklungsmaßnahme in Gang setzt, also sich Sonderrechte, aber auch Sonderpflichten verschafft, mit vollem Bewusstsein tut, weil das ist eine Bindung, die die Gemeinde dann eingeht, die für 15, 20 Jahre sie darauf festlegt, dieses tatsächlich auch zu tun. Und im Baugesetzbuch, da ist das geregelt, da sind auch diese ganzen Regelungen drin, die sozusagen eine Fairness vor allem zwischen der Gemeinde und den davon berührten Betroffenen herstellen soll. Das hat der Herr Dr. Lang vorhin schon gesagt, eins dieser Themen ist dieser Bodenwert. Man muss sich vorstellen, wenn hier in den nächsten 15 Jahren eine sehr intensive Entwicklung stattfinden würde, also 5000 Wohnungen entstehen, vielleicht 3 Tramtrassen gebaut werden, 3 Schulen gebaut werden und noch dieses oder jenes, was im Laufe der Zeit dazukommt. Da gibt es eine ganze Menge, die davon profitieren, weil die gesamte Sache wertvoller wird. Tatsächlich steigen die Bodenwerte. Und die Regelung, die da in diesem besonderen Baugesetzbuch drin ist, ist, die Gemeinde verspricht ja dann, das alles zu tun bis zum Ende. Dafür müssen die Eigentümer, die da drin sind und die davon profitieren, sozusagen diesen Bodenwertgewinn, der entsteht, bezahlen. Das heißt aber ganz kurz nochmal, das ist eines dieser Sonderrechte, die Sie beschrieben haben. So. Das gilt aber in der ganzen Bundesrepublik, das hat mit Berlin gar nichts zu tun. Nein, das hat mit Berlin gar nichts zu tun. Das ist seit den 70er Jahren des letzten Jahrhunderts sozusagen Bundesrecht und wird auch ab und zu angewendet. Was die Gemeinde tut, sie baut ja dann zum Beispiel die Straßen, dafür kann sie auch dann keine Erschließungsbeiträge zum Beispiel erheben. Okay. Sie baut dann auch die Schulen, da kann sie auch keine Sonderfinanzierung oder so von jemand verlangen, zum Beispiel von einem Investor, der da ist, so wäre das. Ja. Also ich sage, das ist ein relativ kompliziertes Regelwerk, was im Prinzip auf die Fairness beider Seiten ausgeht. Es ist auch so, wenn dort herauskommt, es gibt hier irgendwo eine besondere Betroffenheit, dann muss sie sich auch um die sozialen Folgen kümmern und zum Beispiel auch dafür eine Lösung finden. Sie muss das ja vorher untersuchen. So. Lassen Sie mich noch einmal ganz kurz bei diesem Grundstücksthema kurz bleiben, weil es natürlich spannend ist, wenn man jetzt hier ein Grundstück besitzt. Darf ich dann mein Grundstück trotzdem noch verkaufen oder vererben oder so? Ja, selbstverständlich. Okay. Das gilt für die Flächen, die später überhaupt als Entwicklungsgebiet festgelegt würden. Soweit sind wir ja noch gar nicht. Wann ist das der Fall? Allerfrühestens, ich würde mal sagen, in 1,5 Jahren. Wir haben ja jetzt erst vor uns, dass wir uns genau damit auseinandersetzen, was da eigentlich ist, dass wir auch ob wir mit allen Eigentümern
in diesem großen Gebiet sprechen müssen, wissen wir noch gar nicht, weil wir davon ausgehen, dass wir dieses ganz große Gebiet gar nicht festlegen werden als Entwicklungsmaßnahme. Wir haben jetzt bloß sehr weit das gefasst, weil wir das Problem haben, der Kernbereich in der Mitte, das ist das, was eigentlich entwickelt werden soll, aber wir müssen ja sozusagen in den Rändern Lösungen, insbesondere für die Verkehrserschließung, aber auch vielleicht für andere Sachen suchen. Und wir brauchen vielleicht auch die eine oder andere Ersatz- oder Fläche. Deswegen haben wir einen sehr weiten Suchraum und gehen davon aus, dass wir einen begrenzteren Festlegungsraum haben. Okay, also wiederhole noch mal ganz kurz, es gibt den Suchraum und den Festlegungsraum. Also generell in diesem Suchraum könnte eine Entwicklungsmaßnahme beschlossen werden. Es ist aber ziemlich unwahrscheinlich, dass der ganze Raum am Ende gemeint ist. Dafür braucht es jetzt jede Menge Fachgutachten, damit man auch das Richtige tut, damit man nicht an den falschen Stellen baut, was zum Beispiel die Belüftung der Stadt angeht oder aber auch was die Verkehrssituation angeht. Wie läuft das denn jetzt ab und wann sind erste Ergebnisse von diesen vorbereitenden Untersuchungen zu erwarten? Also wir haben... Ich würde gerne nachher noch was zu der Situation der Einzeleigentümer sagen, weil das eine relativ ungewöhnliche Geschichte ist. Es gibt kein Interesse sozusagen an dem Einzeleigentum tatsächlich was zu ändern. Unser Problem ist doch, dass wir im Wesentlichen Verkehrstrassen durch dieses Gebiet bringen müssen, um die zentrale Erschließung vernünftig zu gewährleisten. Das ist eigentlich allen klar. Und deswegen haben wir das so breit festgelegt. So, jetzt zu der Frage, wir haben 6 oder 8 Untersuchungen parallel beauftragt, losgetreten, die jetzt alle laufen. Und die große Kunst wird sein, das wird also das Büro PFE und DSK, also ein anderes Büro machen, das alles zusammen gleichzeitig zu betrachten und daraus 1 oder 2 Varianten der zukünftigen Entwicklung zu generieren, auch die Kosten, die Vorteile, die Nachteile aufzuarbeiten, sodass, wie gesagt, die Gemeinde, also die politischen Gremien der Gemeinde dann in vollem Bewusstsein dessen, was da passiert, erstens diskutieren können und zweitens dann auch entscheiden können, jawohl, dieses, ich nenne es jetzt mal Programm, dieses Programm ist das, womit wir starten. Ganz kurz nochmal, bevor wir nochmal auf dieses Thema Varianten kommen, weil es ist ja spannend, immer wenn Varianten da sind, gibt es etwas zu entscheiden. Diese Büros, die jetzt arbeiten, wir haben per E-Mail die Frage bekommen im Vorfeld, wie sind die eigentlich beauftragt worden? Da war so ein bisschen die Frage, ist das so über den Tisch gegangen, war das eine direkte Beauftragung? Vielleicht können Sie dazu nochmal was sagen. Nee, wir sind ja da erstens förmlich gebunden durch das Vergaberecht und zweitens haben wir natürlich auch ein ganz hohes Interesse, dass wir jeweils qualifizierte Büros, also die das können, damit beauftragen. Also es gab immer eine Ausschreibung, eine Beschreibung dessen, was zu tun ist, und dann eine Ausschreibung und dann meistens ein kleines Anhörungsverfahren, dass man sich, wenn sich 10 beworben haben, 3 oder 4 einlädt und dann sagt, die sind erscheinen uns als die geeignetsten, weil sie das zum Beispiel schon mal gemacht haben und sie haben es gut gemacht und so weiter. Ich kann Ihnen das selber berichten. Ich war ja dann bin jetzt eine der Beauftragten und das war ziemlich aufregend, bei Ihnen vorzusprechen, weil natürlich das eines der attraktivsten Entwicklungsprojekte ist für uns Planer und Kommunikationsfachleute, weil es knifflig ist. Es ist knifflig und komplex, das heißt, es ist eine richtig große Aufgabe. Jetzt gehen wir nochmal zu den Varianten, weil das ist, Sie haben ja so einen Zeitstrahl in diesem kleinen Faltblatt, das Sie da vorliegen haben und da gibt es auch den Begriff Varianten beziehungsweise nur erste Konzepte. Wie wird das denn sein mit diesen Varianten? Wann ungefähr gibt es da was zu sehen und wer berät darüber? Also Ergebnisse sind, wenn man so will, ungefähr im Herbst die ersten zu erwarten. Und wie darüber zu beraten ist, das werden wir ja noch mit in diesem Kommunikations- und Partizipationskonzept genau festlegen. Wie diskutieren wir darüber? Das wissen wir auch noch nicht genau, weil das ist, glaube ich, eine relativ schwierige Aufgabe, die 6 oder 7 parallel laufenden Untersuchungen alle erstmal gleichzeitig wahrzunehmen. Also wo gibt es besondere ökologische Bedingungen, welche Klimafaktoren spielen eine Rolle, welche Straßenbahn-Trassenvarianten erscheinen günstig, welche erscheinen weniger günstig, welche Gesamtverkehrserschließungskonzeption ist zu verfolgen und was ist erkennbar, wann man, wie lange was dauert und daraus einen Gesamtablauf zu entwickeln. Das muss ja dann auch mit Ihnen
kommuniziert werden, und es muss auch mit der Politik besprochen werden, ob man sich auf einen solchen Fahrplan, mhm, sag ich mal, festlegen kann. Und dieser Fahrplan wird jetzt entwickelt, sodass wir, sagen wir mal, Wege finden, hoffentlich, wo wir dann Sie auch in Entscheidungen mit einbeziehen können. Aber natürlich, das Primat hat am Ende immer die Politik, wenn es um, sagen wir mal, planungsrechtliche Themen geht. Wichtig ist, was der Herr Sichter eben nebenbei so gesagt hat, es geht bei den Varianten nie um Daumen hoch oder Daumen runter. So ist es nun mal. In der Planung hängt alles mit allem zusammen. Und das heißt, man muss sich immer für relativ komplexe Dinge irgendwie einarbeiten und auch entscheiden. Aber wir werden da Angebote machen. Ich würde gerne noch eine Sache zu der vorbereitenden Untersuchung sagen. Also die Wirkung dieses Senatsbeschlusses, der dann am 9. September veröffentlicht wurde, kann ich mir gut merken, ist mein Geburtstag, ist auch, dass wir die Möglichkeit haben, Bauvorhaben, die ansonsten genehmigt werden müssten, für eine gewisse Zeit zurückzustellen. Mhm. Klassischer Fall ist, da ist eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass die Straßenbahntrasse da lang gehen könnte. Und wir müssten jetzt eigentlich genehmigen. Und das haben wir in zwei Fällen schon getan. Kann ich sogar sagen, wo das ist. Das eine ist hier bei diesem Einkaufsmarkt und das andere ist hier oben irgendwo, glaube ich, wo es da ein Bauvorhaben gibt, was man genehmigen müsste, wo aber so eine sehr wahrscheinliche Stelle ist, dass das eine Rolle spielen könnte. Da haben wir das Recht. Wir werden keine Zurückstellungen erbitten, also tut das das Bezirksamt, wir werden aber keine Zurückstellungen erbitten, also hier irgendwo mittendrin, weil da gibt es ja keinen Grund für. Nur, dass Sie das wissen, das setzt uns auch, die Verwaltung, in einen gewissen Zugzwang, dass wir sozusagen diese Sicherungsinstrumente einsetzen können. Deswegen auch die vorbereitende Untersuchung. Gut, ich glaube, das war eine ganze Menge Informationen erstmal. Herr Sichter ist noch im Raum und wir können gleich noch Fragen an Sie richten. Ich würde auch nochmal das Angebot extra aussprechen an Einzeleigentümer, die also sozusagen, das ist nicht ganz einfach zu verstehen. Wir stehen gerne zur Verfügung, sozusagen das genauer zu erläutern, nicht, dass Sie vor diesem Instrumentarium Angst bekommen müssen. Es ist, ich glaube, schon im Gesetz ein relativ auf Fairness gegenüber den Eigentümern angelegt, insbesondere gegenüber Einzeleigentümern. Ja, das ist was anderes, wenn wir hier mit einem großen Immobilienkonzern zu tun haben. Aber unser Interesse ist nicht sozusagen den Einzeleigentümern da, wo wir nicht unbedingt müssen, weil nun gerade da das sozusagen weh zu tun. Das war mir wichtig. Und falls Sie da Bedenken haben, bitte versuchen Sie uns zu kontaktieren. Wir müssen dann auch mal ein paar Einzelgespräche führen, um das zu klären. Sie haben eine E-Mail-Adresse, auch auf den Flyern, die Sie dort haben, aber es ist manchmal besser, Gesichter zu haben. Ich würde die Kollegen von der Senatsverwaltung, die mit dem Blankenburger Süden betraut sind, einfach mal bitten, kurz aufzustehen. Dann sehen Sie mal, wer das alles ist. Herr Gerlach, die Frau Menzel, der Herr Müller, wo ist die Frau Morka, der Herr Jung, richtig? Jungen, genau. Wo ist Frau Morka? Frau Morka hat noch einen anderen Termin. Okay, das sind die Damen und Herren, die sich mit Hochdruck darum kümmern, dass das alles gut ineinander greift und die Sie auch heute im Laufe des Abends im Nachgang sicherlich nochmal ansprechen können. Herr Sichter, können wir es dabei belassen? Haben wir das Wesentliche soweit? Die Fragen kommen gleich noch, das denke ich schon. Vielen herzlichen Dank. Danke sehr. Ja, gerne. Also nochmal zum Ablauf. Jetzt kommen die Bürgerinitiativen, die sich hier um den Blankenburger Süden herum engagieren. Dann kommen Ihre Fragen. Dann kommt der Herr Kirchner, Staatssekretär Verkehr. Dann kommt der Herr Kuhn, Bezirksstadtrat in Pankow für Stadtplanung. Und dann haben Sie nochmal die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Also alles schön nacheinander. Jetzt bitte ich die Bürgerinitiativen, die das schon wissen, dass sie dran sind, nach vorne. Bitte sehr, Frau Hein, Herr Kastantovic. Ah, Herr Günther kommt doch, nicht Herr Tanneberger? Wunderbar. Ah doch, Sie kommen zu zweit. Auch gut. So, jetzt beginnen wir doch mal mit Malchow. Könnten Sie auch mit rum? Sie sind doch... Nee. Ach, Blankenburg, okay, Herr Runge. Entschuldigung, ich habe Sie jetzt verwechselt. Beginnen wir mit Malchow. Herr Tanneberger steht neben mir. Sie sind von Wir für Malchow. Und Wir für Malchow, Moment, ich brauche mal ein Mikrofon, damit Sie ein eigenes haben. Hat Herr Sichter eigentlich das andere mitgebracht? Ach so, das hat Herr Kastantovic. Moment mal.
Ja, dann hätte ich gerne das Mikrofon. Oh, das geht, hört man schon. So. Wie lange gibt es Wir für Malchow schon? Wir für Malchow gibt es seit 8 Jahren und wir bemühen uns um die Bürger von Malchow, um deren Lebensbedingungen zu verbessern und die Zusammenarbeit auch mit anderen Institutionen zu fördern. Wie viele Mitglieder haben Sie ungefähr? Wir haben so in etwa 10% der Bevölkerung von Malchow. Mhm. In Malchow sind so ca. 480 bis 500 Einwohner. Das ist ein ganz schön kleiner Ort. Malchow ist der kleinste Ort in ganz Berlin und das noch echte Straßendorf. Mhm. Das heißt also, zwischen Berlin und Malchow gibt es noch eine Chaussee und da sind auf beiden Seiten letztendlich noch Felder, die unbebaut sind. Was treibt Sie in Malchow gerade um? Wo drückt der Schuh? Uns treibt als Verein eigentlich als großes Problem die Verkehrsinfrastruktur um, die auf dem Stand der 90er Jahre ist, teilweise zwischendurch Nichtsmachen schlechter geworden ist. Und natürlich kümmern wir uns auch um Zusammenarbeit mit zum Beispiel der Stiftung Synanon, aber auch mit dem Naturhof in Malchow gestalten wir gemeinsame Projekte. Wir beteiligen uns seit einigen Jahren auch am Tag des offenen Denkmals. 80% der Häuser und Gehöfte in Malchow stehen unter Denkmalschutz. Und wir werden durch den Durchgangsverkehr stark belastet. Das sind pro Tag ca. 31.000. Und wir haben Querungen, die in der Größenordnung, also Blankenburger Pflasterweg, Wartenberger Weg, in Größenordnung von 16.000 sind. Und natürlich durch dieses Neubaugebiet ist zu erwarten, dass diese Zahl nicht sinkt. Mhm. Und daher haben wir eine Initiative gestartet gehabt, um auch denn in den Bundesverkehrswegeplan aufgenommen zu werden mit einer westlichen Umfahrung von Malchow, die als vordringlicher Bedarf dort eingestellt ist. Mhm. Und man kann natürlich eine solche Umfahrung auch so intelligent gestalten, dass das Malchower Luch davon überhaupt nicht betroffen wird. Okay, da verweisen Sie jetzt eigentlich schon direkt auf meine Nachbarin, die neben mir steht. Da würde ich das Mikrofon dann auch gerne direkt geben. Frau Hein, Sie kommen von der Initiative Pro Malchower Luch und Sie setzen sich ganz besonders für eine der schönen und ganz besonderen Naturräume hier in der Gegend ein. Vielleicht erzählen Sie kurz, was das ist. Ja, also das Pro Malchower Luch sagt ja schon, die Initiative hat sich eigentlich tatsächlich auch im Rahmen des Bundesverkehrswegeplans gegründet, ist aber jetzt, sage ich mal, nur vordergründig der Anlass. Wir sind übergreifend eigentlich dafür angetreten oder wir versuchen uns dafür stark zu machen, Verkehrskonzepte einfach zukunftsträchtiger zu betrachten und Mobilität nicht mit Straße gleichzusetzen und Verkehr nicht mit Auto gleichzusetzen, sondern nach vorne zu gucken und zu schauen. Und wie ich das beim letzten Mal auch schon gesagt habe, sind wir vor allen Dingen der Meinung, dass wenn so ein Stadtquartier entsteht, dass das in allererster Linie eine Chance ist, sozusagen Verkehrskonzepte intelligenter zu machen als in der Vergangenheit. Das heißt, Sie sind nicht nur gegen die Ortsumfahrung, sondern Sie haben eigentlich Lust und auch Interesse daran, sich für neue Konzepte einzusetzen. Also ich habe ein Problem mit diesem Dagegen und Dafür. Mhm. Ich sage es mal andersrum. Wie könnte ich es ausdrücken? Also die Initiative Wir für Malchow hat ein Problem mit dem Verkehr in einem Dorf. Braucht man nicht drüber diskutieren. Und die Schlussfolgerung, die gezogen wird, ist die, dass durch eine Ortsumfahrung dieses Problem gelöst wird. Wenn ich das so annehme und davon ausgehe, dass diese Logik stimmt, dann könnte ich nicht dagegen sein. Ich aber bin jemand, der das in Frage stellt und sagt, die Lösung dieses Verkehrsproblems muss nicht per se eine Ortsumfahrung sein. Und das aus einer Perspektive, die ein bisschen von weiter oben auf das Problem guckt und sagt, Verkehr ist wie ein Organismus. Man kann nicht nur an einer Stelle rumdoktern, sondern man muss den gesamten Organismus sehen und man muss an vielen kleinen Schrauben drehen, damit sich Verkehr grundsätzlich ändert.
Wie viele Menschen sind dieser Meinung und gucken sozusagen von etwas weiter oben? Wie viele Leute haben Sie in der Initiative? Ja, also ich habe mir das letzte Mal ja schon mal von meinen Kollegen in Rüffel geholt, weil ich geantwortet habe, wir sind 15 und nichts weiter dazu gesagt habe. Also ich will die Scharte jetzt hiermit wieder auswetzen. Wir haben über 3500 Unterstützer in unserer Petition, die wir gestartet haben, und insoweit sind wir dann schon ein bisschen. Es sind 15 Menschen, die diese Unterstützer vernetzen. Ja, okay. Ja, also formulieren wir es so. Aktiver Kern, ja. Ja, gut. Vielen Dank. Dann würde ich Sie bitten, das Mikrofon direkt mal weiterzugeben an den Herrn Becker von der Zukunftswerkstatt Heinersdorf. Die Zukunftswerkstatt Heinersdorf gibt es schon länger als dieses Projekt. Warum hat sich die Zukunftswerkstatt mal gegründet? Die Zukunftswerkstatt gibt es seit 10 Jahren und wir bemühen uns, weil Heinersdorf ja zahlreiche Probleme hat, um konkrete Projekte bei der Wohnumfeldverbesserung. Und dazu gehört natürlich auch die Stadtentwicklung. Denn nicht nur der Verkehr, sondern auch der Mangel an Infrastruktur für die Menschen ist hier sehr spürbar. Mhm. Was würden Sie denn sagen, wo ist denn der Mangel am größten? Oder wo reden Sie in der Zukunftswerkstatt drüber, was denn jetzt endlich mal angegangen werden sollte? Also der Verkehr ist natürlich für alle eine Belastung, nicht nur für den Ortskern selber und für die Leute, die im Stau stehen, sondern auch in den Nebenstraßen, da drückt er durch. Das heißt, Verkehr ist das eine große Thema. Das andere Thema ist aber auch, dass wenn man jenseits des eigenen Gartens, wo man es in der Regel sehr schön hat, irgendwas in Heinersdorf unternehmen will, es fängt an mit der Aufenthaltsqualität, mit der Vermüllung, mit dem wilden Nebeneinander von Funktionen, die oft in Konflikt zueinander stehen. Also es muss schon in Heinersdorf einiges verbessert werden, damit man sich wohler fühlt im öffentlichen Raum. Wie viele Menschen kommen da zusammen, wenn die Zukunftswerkstatt gemeinsam nachdenkt? Wir haben 110 Mitglieder und einen Kreis von Interessierten, der ist noch ein Stückchen größer. Also wir haben einen Infoverteiler und zu Veranstaltungen kommen ganz unterschiedliche Kreise, je nachdem, wen es betrifft. Aber Sie interessieren sich nicht nur für die Zukunft, Sie interessieren sich auch für die Geschichte, habe ich wahrgenommen. Genau, wir haben uns die Frage gestellt, warum ist das eigentlich so in Heinersdorf? Was ist die Ursache der Verkehrsprobleme? Und dabei ist verkürzt gesagt zutage getreten, Heinersdorf ist in der jetzigen Form entstanden in den 20er Jahren, als die öffentliche Hand kein Geld gehabt hat. Das heißt, es sind viele Kleinsiedlungen entstanden mit sehr bescheidener Verkehrsinfrastruktur. Und diese Zustände haben sich über die Jahrzehnte erhalten und verselbstständigt und es ist immer nur angestückelt worden. Das heißt, man kann jetzt auch nicht jemand Bestimmtem die Schuld dafür geben, dass es hier so aussieht, wie es aussieht, aber es ist einiges zu tun, um mit dieser Entwicklung, die aus dem 20. Jahrhundert und den Umständen herrührt, heute fertig zu werden und was Besseres zu machen. Man könnte meinen, die gleichen Fehler nicht nochmal zu machen, sondern erst die Strukturen zu schaffen und dann die Siedlungen dafür. Das ist eine schöne Überleitung zu dem Thema, denn was uns natürlich besonders am Herzen liegt, ist, dass kein städtebaulicher Murks geschieht, wenn dort etwas Neues gemacht wird. Okay, kein städtebaulicher Murks, ja. Szenenapplaus immer willkommen. Es muss ich aber doch nochmal nachfragen, Herr Becker, was wäre denn Murks? Murks wäre, dass man nicht an die Verkehrswege denkt, dass man dort eine Siedlung hinsetzt und nicht überlegt, wie kommen die Leute dorthin, dass man nicht an den öffentlichen Personennahverkehr denkt. Also wir begrüßen sehr die Überlegungen, dort Straßenbahnen zu bauen. Die Frage ist, werden diese Straßenbahnen schon gebaut, bevor dort die Häuser stehen oder erst 10 Jahre später? Also diese ganzen Fragen, die muss man kritisch begleiten. Mhm. Dann ist auch die Frage, wie ist der städtebauliche Anschluss an das Gebiet? Also entsteht dort etwas Isoliertes, irgendwo auf dem Acker, jetzt mal überspitzt gesprochen, oder ist das etwas, was sich organisch anfügt an die gewachsene Bebauungsstruktur? Und in dem Zusammenhang ist ja für Heinersdorf dieses Tiefbaugelände auch ein kritischer Punkt. Und wenn man jetzt so schaut auf der Karte, das liegt ja wie ein Stopfen in der Flasche an der Verbindung zwischen dem bestehenden Bebauung in Heinersdorf und dem neuen Gebiet. Das heißt, auch da ist für uns die Frage, was geschieht dort? Kann man dort eine gescheite Durchwegung hinbekommen? Kann man auch da vermeiden, dass so eine Art Transitkorridor entsteht? Niemandsland zwischen zwei Siedlungen oder kann man das vernünftig machen? Vielen Dank. Da sind ja schon viele Ideen, auch Ratschläge, sagen wir mal, an die Fachleute dabei. Da würde ich Sie bitten, dass Sie das Mikrofon direkt mal weitergeben an Frau Landgraf. Frau Landgraf kommt aus der... Ja, gerne.
Frau Landgraf kommt ja aus der Erholungsanlage Blankenburg. Sie ist dort Vorsitzende des Vereins Garten- und Siedlungsfreunde. Und Frau Landgraf hat natürlich in dieser Rolle nochmal ganz andere Themen, weil die große Erholungsanlage, 1300 Parzellen sind das, glaube ich, natürlich von dieser Maßnahme nicht nur profitieren wird. Was treibt Sie um, Frau Landgraf? Ja, es treibt uns um, dass der VU-Betrachtungsrahmen 80% unserer großen Erholungsanlage involviert, dass wir von unseren 93 Hektar Erholungsanlage, wir also mit betroffen sein werden, wir da kritisch und konstruktiv natürlich uns einbringen werden wollen müssen, wie es hier weitergeht. Aber die verkehrliche Geschichte ist natürlich das Nonplusultra, was auch uns umtreibt. Denn die nächsten 2-3 Baumaßnahmen, Baugeschehnisse, die kommen werden in diesem Jahr, werden uns nicht nur tangieren, sondern direkt durch uns durchführen, wenn verschiedene Baustellen gleichzeitig losgehen und dann Abkürzungen gewählt werden, à la Bonheur. Okay, Moment, das müsste ich jetzt nochmal von Ihnen erfahren. Was ist das konkret, was da passiert? Das ist die Sanierung der A114, Schaffung des Standstreifens, dann die Baumaßnahme in Malchow, die nächsten 4 Jahre uns auch praktisch mit betreffen wird, die ganze Umfahrung über die Rennmannstraße, die Blankenburger, die Heinersdorfer und den Pflasterweg dann zurück und die Lärmsanierungsmaßnahmen der Bahnen, die auch mit Brückensanierungsgeschichten zu tun haben werden, wo Brücken dann gesperrt werden, wo Schienenersatzverkehr erscheinen wird, der dann durch die Bahnhofstraße geht und uns dann auch tangiert. Das heißt, da ist gerade eine ganze Menge Unruhe im Verein wahrscheinlich. Wenn Sie jetzt diskutieren mit den Menschen in Ihrem Verein, was für Reaktionen gibt es da, wenn es heißt, da soll ein neues Wohngebiet kommen? Was sind so die spontanen Reaktionen darauf? Ist es Ablehnung vor allem? Gibt es auch vielleicht Leute, die neugierig sind auf neue Nachbarn? Sowohl als auch, aber die Angst ist natürlich der größere Part, der die Menschen umtreibt. Können wir hier bleiben? Inwieweit wird es verkehrliche Lösungen geben müssen, die unter Umständen nicht nur um uns herum, sondern durch uns durchführen werden. Ich spreche hier über die Tangentialverbindung Nord, die schon seit vielen, vielen Jahren geplant ist, mal drin, mal raus ist aus der Schublade. Und da bestehen die größten Ängste, was wird. Und auch die Straßenbahn muss ja irgendwo langführen. Und es ist nach Planungen wohl auch durch uns durch geplant. Und das geht natürlich aus unseren Betrachtungen ist in unseren Augen nicht, da wir Berlins größtes Kaltluftaustauschgebiet sind, Flora und Fauna haben und da natürlich sehr, sehr viel kaputt gehen würde. Okay, das heißt, Sie sind eine riesige Fläche an Erholungsanlage und diese Fläche ist berührt von dem ein oder anderen Projekt, was es notwendig ist wahrscheinlich, um dieses Gebiet zu entwickeln. Wie viele Mitglieder haben Sie? Das wissen wir ungefähr, wie viele Menschen da in Beunruhigung kommen, wenn solche Nachrichten kommen. Also wir haben also knapp 1400 Parzellen. Es handelt sich also um 1400 Mitglieder, die alle Partner und Kinder haben. Also wir reden über 4.000 bis 5.000 Menschen. 4.000 bis 5.000 Menschen, okay. Ja. Wo kommen die ungefähr her, diese Menschen? Die kommen aus Berlin, um Berlin herum. Wir haben auch viele Eigentümer und erbberechtigte Wohnnutzungen gibt es bei uns. Also es gibt ganz viele Menschen, die also auch in uns, bei uns leben, sich erholen und da liegen die Ängste, wie geht's weiter? Okay, also auf jeden Fall wären wir sehr froh, wenn Sie alle natürlich, Sie auch, sich genau mit diesen Ängsten und Sorgen auch einbringen, denn wenn sie nicht zutage treten, irgendwann kommen sie sowieso hoch und da müssen wir gucken, dass wir damit gut umgehen. Frau Landgraf, an dieser Stelle erst einmal herzlichen Dank. Geben Sie das Mikrofon mal weiter an den Herrn Runge. Danke sehr. Herr Runge kommt vom Runden Tisch Blankenburg oder von der AG Stadtentwicklung. Da bin ich mir jetzt von der AG Stadtentwicklung, genau. Wir sind uns jetzt schon so oft in verschiedenen Rollen begegnet, dass ich da immer noch mal ein bisschen schauen muss. Da hat sich eine Arbeitsgemeinschaft gegründet, die ja nicht so ganz gewöhnlich ist. Also Stadtentwicklung in der Bürgergesellschaft ist ja nichts, was jetzt immer unbedingt Spaß macht. Und normalerweise organisiert man sich ja auch an den Dingen, wozu man Lust hat. Wie ist diese AG Stadtentwicklung zustande gekommen und was sind Ihre Intentionen?
Also gegründet hat sich die AG aus der Institution des Runden Tisches, einer Institution, die es seit vielen Jahren in Blankenburg gibt und wo versucht wird, Interessen und Ideen in Blankenburg zu bündeln und dort auch zu kanalisieren innerhalb des Bezirkes und den Verantwortungsträgern. Wir haben, als die ersten Überlegungen bekannt wurden zu den Entwicklungsabsichten, gesagt, das ist zwar auf der einen Seite ein Thema des Runden Tisches, aber es sprengt die Aufgaben des Runden Tisches. Und daraus hat sich eine Interessensgruppe gebildet von einigen aus dem Runden Tisch, die gesagt haben, wir wollen dieses Thema weiter verfolgen. Die Gruppe ist immer ein bisschen größer geworden, auch ergänzt worden durch Personen, die nicht unbedingt immer permanent beim Runden Tisch sitzen. Und wir haben uns gedacht, dass wir versuchen wollen, zwar auf der einen Seite konstruktiv, aber doch durchaus sehr kritisch diesen Prozess zu begleiten und stellen sicherlich auch manche Überlegungen, die bisher im Raum stehen, ein Stück weit in Frage. Was konstruktiv gesprochen, was wünschen Sie sich denn von der Entwicklung im Blankenburger Süden? Wie könnte Blankenburg davon profitieren? Naja, Blankenburg ist ja ein Ort, der sicherlich erstmal auch eine klare Identität hat und ein Zentrum hat, was gut erhalten ist und wo wir meinen, dass das sicherlich auch in die Zukunft erhalten werden muss. Das heißt, auch die neuen Planungen dürfen das nicht überfordern oder überformen, sondern sie sollten sich dem anschließen. Und das ist ein wichtiges Thema für uns, dass wir sagen, also das muss weiterentwickelt werden. Dann ist natürlich auch die Frage, wenn jetzt die Entwicklung stattfindet, was kommt denn dahin? Also ich höre immer wieder, günstiger Wohnraum ist sicherlich ein Interesse des Landes Berlins, aber wir denken, man muss selber nicht nur die Quantität auch nochmal kritisch hinterfragen, sondern natürlich auch die Durchmischung. Also nur günstigen Wohnraum können wir uns schlechterdings nicht vorstellen. Blankenburg ist ein Bereich, der in erster Linie durch Einfamilienhaussiedlung geprägt ist. Das kann man oder sollte man sicherlich auch dort weiterentwickeln können. Nicht, dass da natürlich auch Wohnungen entstehen, die soziale Spielregeln einhalten, das ist gar keine Frage. Nochmal eine Frage zur weiteren Entwicklung und auch bei Ihnen zum Thema Verkehr. In Heinersdorf liegt das ja so richtig, sagen wir mal, mit Druck auf der Straße, könnte man sagen. Wie ist das Verkehrsthema bei Ihnen in Blankenburg im Moment diskutiert? Ach, nicht wirklich besser. Also wir haben diese Doppelkreuzung Bahnhofstraße, Blankenburger Pflasterweg. Da sind einfach die Möglichkeiten der Abbiegespuren begrenzt und dadurch kommt es eben zum tagtäglichen Stau, der sich teilweise bis in Richtung Karow zurückzieht. Auf dem Nachmittag hin geht es in Heinersdorf los, wird sich angestellt. Das ist natürlich keine Lösung. Also da erwarten wir uns natürlich schon auch Lösungsangebote, und zwar eigentlich jetzt unabhängig davon, ob gebaut wird oder nicht. Die müssen eigentlich, also wer morgen bauen will, muss die Verkehrsprobleme von heute erstmal lösen. Also wobei auch dort ganz klar ist, es geht nicht nur um den Individualverkehr. Also wer sich die Situation am S-Bahnhof Blankenburg anguckt morgens, also man kann natürlich sagen, der frühe Vogel fängt den Wurm, aber ab 7 Uhr hat man eigentlich kaum noch eine Chance, irgendwie sein Fahrrad einzustellen. Das sind keine Lösungen. Da müssen, also wenn wir wirklich sagen wollen, wir wollen den Individualverkehr mit dem öffentlichen Nahverkehr koppeln, dann müssen da auch entsprechende Angebote geschaffen werden. Das ist ganz wichtig, sonst wird diese Idee sehr wahrscheinlich auch scheitern. Gut, vielen Dank für diese klaren Worte. Geben Sie doch mal weiter an Herrn Kastantowicz. Herr Kastantowicz moderiert und sitzt auch vor dem Forum Blankenburger Süden. Sie haben da unter anderem diese Initiativen zusammengeholt, aber auch ganz viele andere Menschen sitzen da zusammen an einem Tisch. Warum hat sich das Forum gegründet und was macht es gerade? Das Forum hat sich gegründet einen Tag, nachdem auf Einladung des Runden Tisches Blankenburg Herr Kirchner berichtet hat, dem ich hier in der Sonne stehe, Herr Kirchner berichtet hat, was für mittelfristige Verkehrs- und Infrastrukturmaßnahmen im Norden Pankows geplant sind. Ich glaube, am Tag drauf haben wir erkannt, dass es eine ganz besondere Situation ist, weil es ist erstens eines der größten Bauvorhaben momentan und es ist ein Verfahren, wo wir sehr, sehr früh dran sind. Das ist ja oft für viele von uns ein Problem, wenn wir erfahren, da wird was gebaut und wenn man sagt, man möchte noch Änderungen einbringen, dann ist alles schon
im Prinzip gegessen, weil aus irgendwelchen Gründen die Planung bereits fertig ist. Das wollen wir nicht mehr haben und wir wollen auch versuchen, den Kommunikationsprozess so zu steuern, dass im Wesentlichen drei Dinge da sind. Nämlich erstens Transparenz. Es muss klar sein, was auf dem Tisch liegt. Es darf nicht irgendwo geplant werden im Hinterzimmer. Alles, was geplant wird, muss transparent werden. Dafür wollen wir sorgen. Wir wollen sorgen für eine Beteiligung. Beteiligung heißt, alle, die irgendwie davon betroffen sind, müssen Gelegenheit haben, damit zu machen. Das bedeutet natürlich die Anwohnerinnen und Anwohner, aber auch andere Menschen, die Interessen haben. Das sind Menschen, die mit dem ÖPNV fahren, das sind Menschen, die aus Brandenburg kommen, das sind Menschen, die eine Wohnung suchen. Und das Dritte, was mir am Herzen liegt, ist, dass viele Bürgerbeteiligungsverfahren in der Vergangenheit nicht optimal liefen, aus den verschiedensten Gründen. Ich stelle mir vor, und wir alle wünschen uns auch, die wir im Forum sind, dass dieser Prozess so fair stattfindet, dass wir zwar uns hart streiten, dass wir aber, und das wäre mein Wunsch, nachdem wir uns gestritten haben, abends noch zusammen auf ein Bier zusammensetzen können, weil wir uns respektieren. Wir akzeptieren die Meinung des anderen, aber wir hören uns zu. Und das ist eine Chance, die wir hier haben, die auch schon bisher ganz gut geklappt hat, weil die Menschen, die sich hier getroffen haben und am Forum sitzen, also nicht nur Bürgerinitiativen, nicht nur die, die hier auf dem Podium sitzen, da sitzen Vertreter des Senats, der Senatsverwaltung, da sitzen Menschen aus der BVV, aus dem Abgeordnetenhaus und andere Interessenten. Und das Klima, das dort herrscht in den 4 Sitzungen, die wir bisher hatten, war so, wie es von uns niemand erwartet hat. Da möchte ich mich also an der Gelegenheit auch bedanken bei der Senatsverwaltung. Das ist eine ganz wunderbare Sache und ich wünsche mir, dass diese Atmosphäre weiter herrscht. Aber da muss ich doch noch mal nachfragen, Herr Kastantowicz. Wenn jetzt die Senatsverwaltung da mit am Tisch sitzt und die ist aber mal gänzlich anderer Meinung als Sie, was passiert denn dann? In der Praxis, bisher gab es schon auch bei der Vorbereitung dieser Veranstaltung verschiedene Meinungen und da hat man sich zugehört und da wurden auch die Vorschläge, die wir eingebracht haben, ausgeführt. Okay. Und deswegen auch andersrum wurden Fragen gestellt, was geht und wenn es nicht geht, dann geht es nicht. Ja, und das ist eine Diskussion auf Augenhöhe, die ich sehr konstruktiv finde. Natürlich wird es Streit geben und natürlich muss man sich auch klar sein, dass wir verschiedene Interessen haben. Das ist aber ein ganz wesentlicher Aspekt einer Kommunikation, dass man auch klar sagt, ich habe die Interessen. Das ist völlig legitim, das zu sagen und nicht auf irgendwelche anderen Dinge auszuweichen oder Dinge vorzuschieben. Und wenn man so miteinander redet, dass man ganz klar ist, welche Position man hat, welche Interessen man hat, für einen Ausgleich sorgt und was am allerwichtigsten ist, dass dieses Forum nicht ein Beschlussgremium ist. Das heißt also, dass uns allen klar ist, dass hier nicht mit Mehrheiten irgendwas beschlossen werden wird, sondern dass letztendlich die BVV das Abgeordnete beschließt, was zu machen ist. Also ein politischer Prozess. Okay, das heißt, Sie sind so eine Art Vorbereitungs- oder Vorberatungsgremium bisher gewesen. Gucken wir mal, wie wir das weiterentwickeln in der nächsten Zeit. Ich glaube, ganz wichtig ist, das ist auch angekommen, ich wiederhole es einfach nochmal, Sie selber haben als Forum keine eigenen Interessen, sondern Sie organisieren gute Gespräche, sage ich jetzt mal. Wir haben die eigenen Interessen, dass der Prozess gut funktioniert. Ja. Das ist ein besonders gutes Interesse, weil das muss ich Ihnen auch sagen, es ist in der ganzen Republik ziemlich selten, dass man auf so aufgeklärte und gesprächsbereite und trotzdem aber auch in der Sache widerständige Bürgerinnen und Bürger trifft. Dafür Ihnen an dieser Stelle Ihnen allen schon mal ausdrücklich und herzlichen Dank. Danke. Ja, ich glaube, die aktiven Initiativen sind soweit ganz gut vorgestellt. Ich darf Sie bitten, wieder Platz zu nehmen und jetzt wollen wir die erste Möglichkeit an Sie geben, sich zu beteiligen, Fragen zu stellen, Mut zu äußern, aber natürlich auch Unmut. Meine beiden Kolleginnen, die Britta und die Jule, kommen mit Mikrofonen die Gänge entlang. Ah, die Yvonne? Svenja, Entschuldigung. Die habe ich jetzt erst sozusagen realisiert. Wir arbeiten übrigens auch erst seit 3 Wochen zusammen, muss man dazu sagen. Okay. Genau, ich erkläre vielleicht kurz, wie wir uns das vorgestellt haben. Und zwar gibt es ja vielleicht sehr viele Fragen, die im Raum sind. Und damit wir es so ein bisschen gut aufteilen, haben wir mal gesagt, wir fangen mal hier vorne auf dieser Seite an und dann nehmen wir eine Frage auf der Seite und dann gehen wir nach hinten und fragen da eine und dann nochmal da hinten bei Ihnen im Eck. Wir sammeln erstmal, ich würde sagen, 4 Fragen ein, dann werden die erstmal beantwortet und dann müssen wir gucken, wie viel Zeit vergangen ist. Vielleicht können wir dann gleich nochmal Fragen sammeln. Andernfalls haben wir auch später nochmal die Zeit, auf Fragen einzugehen. Wir haben ja eine zweite Fragerunde.
Wie wollen wir es machen mit dem Verkehr? Mit dem Verkehr? Wir hatten. Nee, Herr Kirchner kommt, wir haben gesagt, Herr Kirchner wird gleich noch auch zu Verkehrsthemen sprechen und dann haben Sie die Möglichkeit, ihm auch noch Fragen zu stellen. Jetzt, wenn Sie mögen, geht es erst einmal um das Verfahren. Haben Sie alles verstanden? Gibt es da Widerstände? Gibt es Unsicherheiten? Das ist das, was wir jetzt Wichtiges wissen möchten. Wenn Ihnen aber der Verkehr auf der Seele drückt und Sie möchten dazu etwas sagen, Herr Kirchner kann das dann direkt in seine Antworten gleich mit einbauen. Also ich würde sagen, auf dafür. Gut, dann starten wir hier mal. Gibt es hier in diesem vorderen Bereich jemanden, der eine Frage hat? Ja, da hinten meldet sich schon jemand. Ich komme mal zu Ihnen. Ich komme nicht ganz zu Ihnen durch, aber ich reiche Ihnen mal das Mikro weiter. Ja? Vielen Dank. Ich habe einfach eine ganz primitive Frage. Und zwar die in Pankow, Buchholz beziehungsweise nach Blankenfelde. Das ist wohl die Baumaßnahme Elisenau. Die war ja auch sehr weit gegangen. Da sind schon Planierungsarbeiten, da sind auch schon Erschließungsarbeiten vonstatten gegangen. Und meine letzten Informationen sind die, dass aufgrund von Initiativen diese Maßnahme für umsonst war. Mhm. Ist dem so richtig? Und wird uns das Gleiche hier in Blankenburg dann auch passieren? Oder kann uns das Gleiche passieren? Oder wird das Dank. Ja, wir werden die Frage gleich an Herrn Lang weitergeben, der da sicherlich gut Auskunft zu geben kann. Vielen herzlichen Dank. Britta, hast du die soweit erfasst? Ja? Dann machst du auf der Seite weiter. Gibt es ja auf dieser Seite eine Frage? Sagen Sie gerne auch immer kurz, wer Sie sind. Dann wissen wir, und wo Sie vielleicht herkommen. Ja, mein Name ist Kaden aus Blankenburg. Und wir haben gehört, dass Grundstückseigentümer in dem Untersuchungsgebiet unter Umständen einen Bodenwertzuwachs, der sich vielleicht auch aus anderen Gründen ergibt, bezahlen werden müssen. Muss man sich das so vorstellen, dass in 5-6 Jahren eine Rechnung kommt mit im Übrigen Ihr Grundstückswert ist gestiegen um weiß ich wie viel Prozent. Das hätten wir gerne von Ihnen oder muss man sich das anders vorstellen? Denn wir sehen ja, die Grundstückspreise steigen ja ganz mächtig in letzter Zeit in Berlin. Das wird wahrscheinlich auch so weitergehen. Das könnten ja hohe Rechnungen werden, die von Ihnen kommen. Okay, das wird Herr Sichter sicherlich gleich aufzuklären wissen. Gut, dann frage ich mal hier in die Runde auf dieser Seite, gibt es da eine Frage, die Sie adressieren möchten? Hier hinten bei Ihnen, ich komme zu Ihnen. Ja, Olaf Putsch, mein Name, seit 21 Jahren in Blankenburg wohnhaft. Ich hätte einfach nur eine Frage und zwar die Verkehrsinfrastruktur. Wird sie wie gesagt, für klare Verhältnisse nicht wenden könnte und so, ich bin nicht so ein Typ, sondern wird erst die Infrastruktur in Ordnung gebracht, die in den letzten Jahrzehnten nicht behandelt wurde, in Blankenburg, Heinersdorf, und dann wird gebaut, einfach mal für die Zukunft eine klare Aussage und nicht, wir könnten, wollen oder machen beides zusammen. Was passiert? Ganz klar. Gut, das geben wir gleich an den Kirchner weiter, wenn er mit seinen Themen dran ist. Gut, Svenja. Ja, wir würden noch eine Frage hier aus dem hinteren Eck aufnehmen. Regine Schmidt, ich wohne in Blankenburg, sozusagen Blankenburg Nord, bin nicht direkt betroffen. Aber mich würde interessieren, Sie sagten ja eingangs, es sollen etwa 6.000 Wohneinheiten gebaut werden. Nun habe ich keine Ahnung, wie viel Platz man dafür braucht. Können wir uns das vorstellen? Sind das Hochhäuser, Einfamilienhäuser, Reihenhäuser, eine Mischung oder etwas ganz anderes? Okay, da werden sicherlich auch die Stadtplaner eine Idee geben können. Waren das schon alle Fragen? Meine Güte, da vorne gibt es noch eine. Schaut doch mal. Mein Name ist Anja Götz. Wir wohnen sozusagen direkt an der roten Linie. Ein bisschen außerhalb, aber immerhin. Und es ist ja sowieso innerhalb dieses Rings dieses neue Logistikzentrum geplant. Jetzt fragt sich, bauen Sie das ebenfalls, sodass wir demnächst auch extrem viele LKWs dort in dem Nadelöhr haben, oder ist das dann erstmal gestorben? Ganz wichtige Frage, wird auch weitergegeben an die Senatsverwaltung gleich. Okay, ich würde sagen, dann machen wir eine letzte Frage hier auf dieser Seite. Ich komme zu Ihnen. Ja, Anne Zeitler aus Heinersdorf. Ich war jetzt eben so ein bisschen irritiert über die Frage Logistikcenter. War mir so noch gar nicht auf dem Schirm. Hätte da vielleicht auch noch mal eine Antwort dazu. Okay, das Thema Logistikcenter nehmen wir auf jeden Fall mit auf. Jetzt
Ich glaube, wir lassen erstmal beantworten, okay. Damit die auch noch frisch sind, die Fragen dann. Okay. Und das kriegen wir hin. Dann bitte ich doch mal den Herrn Lang und den Herrn Sichter zu mir. Wie gesagt, der Herr Lang macht das alleine. Wunderbar. Nee, wir machen immer alles zusammen. Sie machen immer alles zusammen. Das ist gut. Ich fange nur einfach mal an mit der Elisabeth Aue, die der Herr angesprochen hatte. Das Projekt Elisabeth Aue hatten wir vorbereitet, sind auch schon relativ weit gekommen mit den Vorbereitungen für die Planung. In den Koalitionsverhandlungen zur Bildung des neuen Senats hat die Koalition beschlossen, dass dieses Gebiet Elisabeth eine Potenzialfläche ist, die in dieser Legislaturperiode nicht bebaut wird. Das bedeutet, wir beginnen dort keine weiteren Planungsschritte. Sie sprachen davon, dass schon etwas planiert worden ist. Das betrifft wahrscheinlich im Wesentlichen die Baustelle am Rosenthaler Weg. Das ist im Süden entlang dieses Geländes, hat aber mit dieser Entwicklungsaufgabe nichts zu tun gehabt. Das lief auch schon, bevor dieser Beschluss gefasst worden ist. Ihre zweite Frage war, kann das hier auch wieder passieren? Ja und nein. Einerseits hat die Koalition gesagt, wir machen die Elisabeth-Aue nicht. Wir machen aber den Blankenburger Süden und noch ein paar andere Stadtquartiere. Insofern wird es hier wahrscheinlich nicht wieder passieren. Andererseits, Frau Burgdorf hat es verschiedentlich erwähnt, am Ende geht es um eine politische Entscheidung, um eine Entscheidung des Abgeordnetenhauses, ob hier eine Entwicklungsmaßnahme gemacht wird oder nicht. Um eine Entscheidung der BVV oder des Abgeordnetenhauses, ob hier ein Bebauungsplan kommt oder nicht. Am Ende ist es immer eine politische Entscheidung und die ist noch nicht gefallen. Wir haben uns jetzt gemeinsam auf den Weg gemacht oder wollen uns gemeinsam auf den Weg machen, eine solche politische Entscheidung vorzubereiten. Okay. Jetzt gucke ich mal hin in die Richtung. Ist die Frage beantwortet worden? So, dass ich dann, darf ich, dann mache ich hier mal ein Häkchen dran. Wunderbar, eine Antwort. Herr Sichter. Das war jetzt die Spezialfrage zu dem Abschöpfungsbetrag. Ich versuche das mal zu erläutern. Angenommen, man hat hier irgendwo ein Grundstück und dieses Grundstück bleibt dann in der zukünftig festzulegenden Entwicklungsmaßnahme. Dann läuft der Entwicklungsprozess über 15 oder 20 Jahre und der späteste Zeitpunkt ist, wenn man dann fertig ist und das ist alles passiert, es hat die komplette Veränderung gegeben, dann würde man am Ende der Entwicklungsmaßnahme, wenn man sich vorher nicht vereinbart hat über eine Zahlung, es gibt einen Vertrag, eine Möglichkeit, vorher einen Vertrag darüber zu machen, kriegt man am Ende eine Rechnung. Was wird da aber eingestellt? Das ist ganz interessant. Die konjunkturelle Entwicklung, die muss der Eigentümer nicht bezahlen, wenn die Grundstückspreise grundsätzlich nach oben gehen, sondern es ist nur das zu bezahlen, was durch die konzentrierte Entwicklung tatsächlich an Werterhöhung in diesem Grundstück passiert. Also zum Beispiel durch eine wesentlich bessere Verkehrserschließung oder durch eine höhere Bebaubarkeit, die man hat. Das kann der Normalfall ist eigentlich, dass man, wenn man damit anfängt, dann geht's ja, dass man mit dem Eigentümer spricht und fragt, erstens, was passiert überhaupt bei Ihnen? Und in der Regel wird ein Vertrag darüber geschlossen, dass der Eigentümer schon vorher weiß, das und das muss er bezahlen. Wenn da nicht viel in dem Grundstück an Werterhöhung passiert, dann ist da auch nicht viel zu bezahlen. Das sind so Themen, Herr Sichter, lassen Sie ganz kurz, ich würde einmal ganz kurz den Fragenden fragen, ist Ihre Frage erstmal so beantwortet, wenn sie vielleicht auch noch nicht so beruhigend beantwortet ist, wie Sie sich das wünschen, ja? Dann würde ich vorschlagen, wir nehmen das mal mit, ich nehme es auch dem Murmeln, wir müssen dazu, Herr Sichter, wahrscheinlich nochmal in Ruhe. Ich dachte mir, dass das, hatte ich ja vorhin gesagt, das ist eine relativ komplexe Materie, wenn da zum Beispiel eine neue Straße gebaut würde, würden sie keine Erschließungsbeiträge bezahlen. Das gibt's da nicht, sondern sie müssen stattdessen diesen Werterhöhungsbetrag bezahlen. Das ist manchmal sogar besser, manchmal schlechter. Es kommt ganz drauf an. Okay, darf ich? Ich möchte jetzt. Ja, warten Sie ganz kurz. Ich gucke jetzt mal meine Auftraggeber an, Herr Sichter, Herr Lang. Ich mache jetzt mal das Versprechen, da sind die nämlich gut drin, ihre Versprechen zu halten dann an der Stelle auch. Es wird in absehbarer Zeit, wann auch immer das ist, in den nächsten 2-3 Monaten eine Informationsveranstaltung wirklich nur zu dem Thema geben müssen, glaube ich. Oder
vielleicht auch zu anderen Themen, aber dass man da einfach nochmal nachhakt, ja, oder? Also eine Informationsveranstaltung, ich würde das lieber in, wir können das, in Einzelgesprächen. Ja, oder in größeren Gruppengesprächen machen, ja. damit man das erläutern kann. Und das ist auch, wir verstehen, dass das ein Thema sein könnte. Das müssen wir irgendwie bearbeiten. Okay. Jetzt schon die Bitte, schicken Sie E-Mails an die E-Mail-Adresse, die Ihnen vorliegt, und sagen Sie, dass Sie an dem Thema Interesse haben. Dann kriegen wir auch ein Gefühl dafür, wie viele Menschen das sind und was die richtige Form ist. So, jetzt haben wir noch weitere Fragen gehabt, nämlich wir haben noch eine städtebauliche Frage. Wie viel Platz braucht man für 6.000 Wohneinheiten? Sind das alles Hochhäuser? Was geistert da sozusagen in den Köpfen der Planern rum? Was für eine Form wird das kriegen? Kann man das alles mit Einfamilienhäusern hinkriegen? Also die Frage ist ja beim letzten Mal auch schon gestellt worden. Das ist, wir haben so eine durchschnittliche Bebauungstypologie, 4-5 Geschosse mit relativ viel Luft dazwischen, Typ, ich sag mal, Karo Nord, ohne jetzt, das etwa in dieser Dichtekategorie. Das ist also keine Einfamilienhausbebauung, das ist auch etwas mehr als eine Reihenhausbebauung, also Geschosswohnungsbauten sind es schon, aber es ist keine verdichtete Bebauung, es ist überhaupt nicht mit einer Innenstadt vergleichbar und es sind auch, müssen auch keine Hochhäuser sein, ja, mhm. Sondern man kriegt das, also diese Dichte, die wir da angenommen haben, ist so die durchschnittliche Dichte, die man ganz sicher mit konventionellen sozusagen Bebauungstypen erreichen kann. Ja. Stelle ich auch nochmal die Frage an die Fragenden. Ist die Antwort okay so? Gibt das ein Gefühl? Ich weiß gar nicht mehr, wo die jetzt herkam, die Frage. Wenn ich keinen Widerspruch höre, gehe ich davon jetzt erstmal aus. So, wir haben jetzt zwei Fragenblöcke, die sich unmittelbar an die Nachredenden, nämlich Herrn Kuhn und Herrn Kirchner, richten. Bevor wir das beantworten, Thema Logistik, LKWs und das Thema Verkehrsversprechen, sage ich mal, ne, ist das zu halten, würde ich gerne noch einmal in die Runde gucken, gibt es jetzt noch drängende Fragen außerhalb der Themen, die jetzt sowieso angeschnitten worden sind. Sonst würde ich jetzt Herrn Kirchner als erstes bitten und dann Herrn Kuhn Stellung zu beziehen und auch noch mal grundsätzlich etwas zu berichten. Da hinten ist noch eine Frage. Können wir die noch annehmen? Einmal. Ja. Es sind zwei, genau, aber es sind zwei Fragen nicht beantwortet worden, die ich gleich an Herrn Kirchner und Herrn Kuhn stellen werde. Keine Sorge, die sind nicht weg. Nur das, wo ein Häkchen dran ist, ist schon beantwortet. Bitte sehr. Nicht mit dem Mikro erstechen. Nein, und zwar letztes Jahr war ich zu der Veranstaltung ein Buch am Campus, und zwar die Sanierung der 114. Und da fiel dann auch von einem Anwohner, oder wurde das Thema angesprochen, S-Bahnhof Blankenburg, 4 Jahre Bauzeit, Schließung der Straße, die Wasserbetriebe bauen da. Kann man da, ich meine, das ist ja ein langer Zeitraum und das fällt ja eigentlich dann in die nächsten Jahre auch hinein. Ich sag mal, wenn ich das so verkehrspolitisch mal so sehe, ja, das wird nachher ein Chaos. Also ich weiß nicht, wo der Stand der Dinge ist, aber das würde mich auch mal interessieren. Also wenn das noch dazu kommt, ich glaube, dann hat Heinersdorf, Blankenburg, Buchau, da haben wir alle ganz große Probleme. Okay, vielen Dank. Dann, was auch noch wichtig ist, das machen wir gleich in der zweiten Runde. Sie haben beim Eingang schon Fragen gestellt. Die werden wir gleich zum Schluss noch einmal bündeln, damit Sie diese Fragen auch noch in die Beantwortung kommen. So, dann würde ich jetzt als nächstes Herrn Kirchner an meine Seite bitten. Herr Kirchner, ich glaube, guten Abend. Alle wissen, wofür Sie stehen. Sie stehen nämlich sowohl für Pankow als ehemaliger Bezirksstadtrat, als nun auch als Staatssekretär für Verkehr, für das Thema Verkehr. Wenn Sie jetzt vielleicht wirklich direkt auf das reagieren, was gekommen ist, die drängendste aller Fragen, wird erst über den Verkehr entschieden und dann über die neuen Wohnungen. Können Sie das so bejahen? Ja. Das ist meine Aussage. Darauf lassen Sie sich verhaften. Nein, aber um das nochmal deutlich zu machen, das ist ja essentielle Voraussetzung. Und das hat man auch bei der jüngsten Sitzung, so eine Sachen wie in Karo, dass da quasi nicht so richtig an den schienengebundenen ÖPNV gedacht wurde und dann die Leute erst mit dem Bus fahren müssen, um an die S-Bahn ranzukommen. Dies sollten wir nicht wiederholen. Deswegen wird es ja hier auch dankenswerterweise mit den vorbereitenden Untersuchungen schon frühzeitig bedacht, was denn eigentlich nötig ist in diesem ganzen Nordostsektor. Der geht übrigens von Gesundbrunnen bis nach Bernau. Das geht hier nicht bloß um dieses alleinige Gebiet, dass wir da Antworten finden müssen, bevor überhaupt die Wohnungen gebaut werden. Und da ist völlig richtig,
festgestellt worden, im gesamten Nordostsektor, das ist in dieser Stadt, das ist aber nicht bloß hier, sondern auch im Südostsektor, auch nach Spandau und so weiter, sind die quasi Verkehrsentwicklungen aus der wachsenden Metropolregion zu beantworten. Und da ist dann die Frage, wie? Und da freue ich mich ja, dass auch Bürgerinitiativen auch schon deutlich gemacht haben, da geht es dann nicht bloß um die Beantwortung der Frage Verkehr und die Gleichsetzung mit Straße und Autoverkehr. Und das wird dann tatsächlich, um Ihre Frage nochmal ganz doll fürs Protokoll zu beantworten, Verkehrsfrage muss erst gelöst werden, Verkehrserschließung muss geklärt sein, erst dann kann Wohnung oder Schule oder Schwimmbad oder Einkaufszentrum oder was zu so einer Stadt eigentlich gehört, es geht ja nicht bloß um Wohnung, ne? Dann erst gebaut werden. Gut, vielen Dank. Klare Aussage. Ich glaube, darauf wollen Sie sich auch verhaften lassen. Jetzt. Nö, aber ich sage das zu. Sie sagen es zu, ja. Wunderbar. Jetzt noch mal eine Frage. Sie haben gesagt, die Probleme sind sozusagen im gesamten Nordosten. Das würde mich noch mal interessieren. Wo sind die Ursachen für die Probleme Ihrer Meinung nach jenseits der konkreten hier vor Ort zu suchen? Na, erstens in der jahrelangen Vernachlässigung der Infrastruktur. Man muss sich die 114 nur angucken. Man muss sich den Langenburger Pflasterweg, der ist ja gerade neu gebaut worden, aber zum Beispiel der Rosenthaler Weg ist ja schon angesprochen, nur angucken. Das sind eigentlich keine Straßen mehr wie in Mitteleuropa üblich, sondern das sind 50, 60, 70, 80 Jahre liegen gebliebene Verkehrsstraßen, die dem erhöhten Verkehrsaufkommen überhaupt nicht mehr gerecht werden. Und die sind einfach schlicht kaputt. Das ist wie bei Ihren Häusern, wenn Sie da 50 Jahre nichts machen, sieht das auch so aus. Und wenn dann die Familie wächst, ist die Nutzung noch erhöht und das Haus wird noch mehr abbewohnt. Deswegen haben wir einen riesen Investitionsbedarf. Die 114 ist teilweise mit Tempo 60. Aus Verkehrssicherheitsgründen. Das ist nicht, um irgendwen zu ärgern, sondern weil die Betonplatten einfach kaputt sind. Am Lindenberger Weg, Schönerlinder Straße, war jahrelang eine Tonnagebeschränkung. Nicht, um irgendwen zu ärgern, sondern weil die Brücken kaputt sind. Und da haben wir im gesamten Nordostraum übrigens ziemlich zu tun. Selmainbrücke ist kaputt, die Bucher S-Bahn-Brücke ist kaputt. Gibt es irgendwo was Neues? Ja. Da, wo wir intensiv gebaut haben, in Pankow in den letzten Jahren, und zum Beispiel die Pasewalker, die Blankenburger, aber auch Teile der Friedrich-Engel-Straße oder Wollangstraße oder Berliner Straße neu gebaut haben, da wurde ich übrigens für beschimpft. Okay, weil wir gebaut haben. Ne? So, genau, jetzt gehen wir aber nochmal an die Strukturen, die Systematik an. Das heißt, Sie haben diese riesige Aufgabe, den Verkehr im Nordosten neu zu organisieren, die Sanierungsstaus aufzuholen und jetzt aber hier auch im Kleinen irgendwie Lösungen anzubieten. Da gibt es jetzt diese eine Frage, die eben kam, Ausbau 114, S-Bahn, Anschluss Blankenburg, die Verschränkung von solchen Baumaßnahmen, wenn ich das richtig verstanden habe, und der Kollaps, der da, sagen wir mal, als Szenario im Raum steht. Wie wollen Sie versuchen, das zu verhindern? Indem wir so gut wie möglich koordinieren. Zum Beispiel, indem wir die Baumaßnahme in Malchow um ein Jahr verschieben, weil an der Bahnhofstraße in Blankenburg die Wasserbetriebe nicht fertig geworden sind. Das ist aber quasi kein Segen, sondern eher ein Fluch, weil natürlich in der Zeit, wo die Baumaßnahme verschoben wird, das Problem ja nur verschoben wird. Und in der Tat die Umleitung für diese Vierjährige, das ist übrigens die Malchower Straße, die da 4 Jahre dauert. Ne? Die Umleitung dann über Heinersdorf und Blankenburg und dann über den Blankenburger Pflasterweg ist ein Ergebnis von intensiven Abstimmungen, die hier im Übrigen zugunsten des Naturschutzes getroffen wurde. Es gab ja die Überlegung, eine Ortsumfahrung zu machen, quasi temporär, um den Umleitungsverkehr aus Heinersdorf und aus Blankenburg rauszuhalten. Und da haben dann die Umweltbehörden des Landes Berlins gesagt, kommt ja nicht in die Tüte. Es ist zumutbar, ich teile diese Auffassung ausdrücklich nicht, dass dann statt Auswerk der gesamte Umleitungsverkehr 4 Jahre über Heinersdorf und Blankenburg geht. Das ist, ja, aber hier ist schon mehrfach, sehr geehrte Damen und Herren, mehrfach von Abwägung von Schutzgütern in jeder Hinsicht gesprochen worden. Und Naturschutz und Artenschutz sind genauso wichtig wie auch verkehrliche Überlegungen. Okay, das so, ist also aber spannend. Das ist ein gutes Beispiel dafür, dass es nicht nur Gewinner gibt bei so einer Abwägung, sondern dass es dann tatsächlich auch nach diesen Entscheidungen durchaus auch Herausforderungen gibt, wie die Amerikaner immer sagen, wo man dann gucken muss, wie man den Verkehr möglichst flüssig macht. Jeder, der aber weiß, wie zum Beispiel in der Romangolongstraße rüber nach Pankow die Verkehre jetzt schon so dicht sind, kriegt da leichte Zweifel,
wenn er sich vorstellt, dass dann noch die Verkehre aus der B2 Stadt Auswerk dann darüber geführt werden. Gehen wir noch mal ganz kurz weg vom Auto. Also das natürlich gefährt und auch die LKWs, die hier am meisten Druck auf die Straße bringen. Zum Thema Logistikzentrum wird gleich Herr Kuhn noch was sagen. Gehen wir doch erst noch mal weg vom Auto. Gehen wir mal hin zu dem, was, glaube ich, von Malchior Luch irgendwie vorgeschlagen wurde. Denkt doch mal anders über Verkehr nach. Denkt über Verkehrsvermeidung nach. Denkt, wenn ihr über dieses neue Wohngebiet denkt, eben auch daran, wie man gar nicht erst diese vielen Verkehre auf die Straße bringt. Was für Gedanken macht sich die Senatsverwaltung in diese Richtung gerade? Wir planen 2 Straßenbahnlinien. Die stehen auch im Koalitionsvertrag. Das ist einmal die Verlängerung der M2. Hier ist schon mehrfach angekündigt worden, dass im weiteren Verfahren dann noch Trassenuntersuchungen, Vor- und Nachteile diskutiert werden, übrigens mit Ihnen zusammen, weil die Leistungsfähigkeit der M2 ist unbestritten, gerade mit den Flexcities, sodass wir schon daran denken, dass dann die dann zum S-Bahnhof Blankenburg geführt wird, dass da eine gute Netzverknüpfung stattfinden kann und ein hochattraktiver ÖPNV-Angebot dann für, übrigens nicht bloß für den Blankenburger Süden, sondern dann noch für Nord-Heinersdorf und auch für das Herz von Blankenburg dann entsteht. So. Wir planen die Linie 54, nennen wir die, vom Passedackplatz rüber nach zum S-Bahnhof Heinersdorf. Die nutzt dann ein Stück die vorhandene Trasse der M2, dann in der Verlängerung der Romain-Longstraße und dann oben am S-Bahnhof Heinersdorf runter auf das Kriegergelände bis zum S-Bahnhof Pankow. Das sind die 2 zentralen, aktuellen Straßenbahnprojekte, die übrigens nur bedingt was mit dem Blankenburger Süden zu tun haben, sondern insgesamt mit der Verkehrsentwicklung und der Bewältigung der Verkehre hier in diesem Gesamtgebiet. Und ist bei den Berechnungen, die Sie da jetzt anstellen, auch schon mitgedacht, dass da demnächst 10.000 Menschen mehr nach Wegen suchen werden, nach Berlin reinzukommen oder aus Berlin rauszukommen? Also berechnen Sie das jetzt schon mit? Ja, deswegen hatte ich vorhin versucht anzudeuten, wir betrachten den gesamten Kuchen, die Tortenstück zwischen Gesundbrunn und Bernau. In Bernau werden übrigens in den nächsten 4 bis 5 Jahren 2.500 Wohnungen gebaut. Panketal läuft langsam voll. In Buch werden übrigens auch nochmal große Stadtentwicklungsgebiete ins Auge genommen. Und deswegen wäre es fahrlässig, wenn wir jetzt nur dieses kleine Stück zwischen Heinersdorf und Blankenburg betrachten würden. Nee, man muss jetzt schon insgesamt fassen, wenn ich jetzt mir angucke, was auch in Arnsfelde, Ortsteil Lindenberg und so weiter noch alles an Baumöglichkeiten entsteht und im Übrigen auch nachgefragt wird. Die Leute ziehen ja da freiwillig hin, die prügelt ja da Kinder hin, kriegen wir langsam Schweißperlen auf die Stirn, weil nicht alle werden damit der S-Bahn fahren. Nochmal eine ganz konkrete Frage zum Schluss oder zum Abschluss in dieser Runde. Dieses rote Gebiet, dieser vorbereitenden Untersuchung, das behandelt ja nun überhaupt nicht die weiteren Verkehre, die so im Nordosten stattfinden. Sind denn die Verkehrsuntersuchungen jetzt nur für dieses Gebiet oder gibt es da auch größere Untersuchungen? Nee, nochmal ja. Für alle. Es sind größere Untersuchungen von Gesundbrunn bis nach Bernau, nennt sich bis Eberswalde. Und wer macht die Untersuchung? Das macht die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung. Okay. Es gibt eine zweite Untersuchung, die macht der VBB. Für Verkehr, die Senatsverwaltung für Verkehr macht? Sehen Sie, so tief sitzt es. Ne? Okay, so eng kooperieren die. Sie wissen schon gar nicht mehr, wer wer ist. Doch, wir wissen schon, wer wir sind. Und das ist auch völlig in Ordnung so. Umwelt, Verkehr und Klimaschutz heißt die neue. Ja, vielen Dank für den Hinweis. Nein, es gibt noch eine Korridoruntersuchung vom Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg, die nämlich genau auch diesen Korridor für den ÖPNV alleine betrachtet, weil natürlich die Frage, wie sich die ganzen Stadt-Umland-Verkehre entwickeln, ja nicht ganz unentscheidend ist in dieser wachsenden Metropolregion, wo dieses Gebiet ein Diamant ist, aber nicht alleine glitzert. Wenn ich mal dieses Bild bemühen darf, weil ich hatte das versucht, in Oranienburg, aber auch in Bernau, selbst in Eberswalde, wachsen diese Gemeinden stark und viele von diesen Menschen arbeiten in Berlin, nutzen die Freizeit- und Kulturangebote in Berlin und die 270.000 Einpendler, die jeden Tag nach Berlin reinkommen, im Moment, damit rechnen wir auch stark, werden mehr. Okay. Gut, es wird also auf keinen Fall entspannter in den Verkehrsachsen und auf den Verkehrswegen. Wir haben gleich nochmal Gelegenheit, über die konkreten Auswirkungen jetzt hier auch im Bezirk Pankow zu sprechen. Herr Kirchner, vielen Dank bis hierher erstmal. Herr Kuhn. Herr Kuhn, Sie sind so frisch im Amt wie Herr Kirchner auch. Sie sind jetzt der Bezirksstadtrat in Pankow, der sich um unter anderem die Stadtentwicklung, Stadtplanung dort kümmert, seit November, richtig?
Nein, ich bin eigentlich erst seit Ende Januar im Amt. Ende Januar, meine weil Bitte. Ich ja sozusagen, gab ja eine Bewerbungsfrist und so weiter, ein Auswahlverfahren. Mhm. Herr Kirchner war schon 6 Wochen weg und dann bin ich sozusagen ins Amt gekommen. Ja. Mhm. Okay, und jetzt müssen Sie hier schon Rede und Antwort stehen. Ja. Sie sind, wie ich aber mitbekommen habe, gut gebrieft von Ihren Leuten aus dem Bezirk, die ja schon teilweise sehr, sehr lange hier Baurecht schaffen und mitplanen. Steigen wir direkt in die Fragen ein, die gekommen sind. So das Thema Logistikcenter, LKW-Belastung. Das scheint die Menschen hier umzutreiben und das wollen Sie natürlich beantwortet haben. Was für eine Perspektive gibt es da? Ja, das ist ja das alte Tiefbaugelände, was praktisch seit 1995 schon beplant wird mit Bebauungsplänen. Dann gab es eine Rahmenplanung für ein Gewerbegebiet von 2003. Dann gab es verschiedene weitere Entwicklungen, Planungen im Bezirksamt. Dann gab es auch mal eine kleine Pause, dann wurde das weitergetrieben. Die Pläne wurden nochmal aufgeteilt in 2012. Und es gab einen Investor, der sozusagen dort auch eine Fläche hat, eine große Fläche. Für die Erschließung dieser Flächen sollten praktisch dann auch entsprechende Straßen gebaut werden. Und das Bezirksamt hat sich ja dazu bekannt, es ist ja auch Gewerbegebiet laut Flächennutzungsplan und hat diese Planung vorangetrieben. Jetzt kommt diese neue Situation, dass wir Untersuchungsgebiet haben und das Gewerbegebiet schließt sich ja hier praktisch südlich an Blankenburg Süd, an den Standort für Wohnungsbau an. Und da ist es natürlich gut, wenn man miteinander redet, Senat und Bezirk, zumal der Bezirk ja auch Fördermittel beantragt hat. Er kann ja diese Erschließung des Gebietes gar nicht selber bezahlen. Dann war die Ansage, wenn ihr diese sogenannten GRW, das ist die Gemeinschaftsaufgabe für die regionale Wirtschaftsstruktur, früher hieß es GA, wenn ihr diese Mittel haben wollt, dann müsst ihr schnell sein mit der Planung, weil bis 2019 muss dann die Straße gebaut sein und danach können die Investoren dann sozusagen auf den Grundstücken bauen. Die werden dann auch verpflichtet sozusagen von dieser Maßnahme mit Durchführungsverträgen. Dann werden sie dann auch abgeschöpft werden, weil sie ja den Vorteil haben, dass das Gebiet für sie erschlossen wird. Aber lassen Sie mich noch mal ganz kurz nachhaken, weil es ja schon verwundert, wenn man nicht vom Fach ist. Ja. Also weil es Fördermittel gibt und eine Maßnahme mal gut war, muss man sie jetzt fertig machen, obwohl man gar nicht mehr genau weiß, ob sie noch richtig ist? Jetzt ist der Fall eingetreten. Kleinen Moment bitte. Die Maßnahme ist auf jeden Fall richtig, weil das Land Berlin braucht Gewerbeflächen und hier wäre das eine Chance, auch Arbeitsplätze zu schaffen bzw. zu sichern. Wir haben vor kurzem erfahren, dass dieses Unternehmen Fleischzerlege und Fleischgroßhandel an dieser Fläche nicht mehr diese Gebäude errichten wird. Er ist auf der Suche nach anderen Flächen, weil es zu klein ist für ihn. Damit hat sich natürlich hier eine ganz neue Situation ergeben. Wir hatten gestern gerade die Runde bei der Senatswirtschaftsverwaltung. Da ging es um diese Förderung. Wie kann man die Maßnahme trotzdem sinnvoll zusammenbringen mit der anderen Maßnahme Blankenburg Süd? Wir wollen jetzt die Zukunft nicht verbauen. Wir wollen natürlich auch die Freihaltung der Trassen für den Nahverkehr und für die Verkehrsanschließung von Blankenburg Süd berücksichtigen. Also ich war dabei. Letztendlich sind wir übereingekommen, auch mit der Wirtschaftsverwaltung, dass wir gar nicht mehr den Zeitdruck haben, bis 2019 fertig zu sein, weil diese alte Förderperiode für die Wirtschaftsförderung eigentlich 2019 endet. Hier wird nochmal eine Ausnahme gemacht. Wir können vielleicht maximal 2 Jahre länger sozusagen die ganze Geschichte machen. Das heißt, wir werden jetzt nicht sofort anfangen müssen, auszuschreiben, um vielleicht die Baufirmen kommen zu lassen, sondern das wird vielleicht im Frühherbst soweit sein mit unseren Abstimmungen, dass der Bau frühestens Anfang 2018 beginnt. Ja. Okay, dann sollten wir eigentlich ja schon so ein paar Varianten mal diskutiert haben. Jetzt stelle ich aber noch mal die Frage, ich bin im Vorfeld angesprochen worden, da sind jetzt schon irgendwelche Bäume gefällt worden. Warum? Das ist leider passiert, weil nach den Naturschutz- und artenschutzrechtlichen Bestimmungen muss ja immer bis 28.02. gefällt werden bei Baumaßnahmen. Und wir konnten das dann zwar noch mal eine Woche stoppen, aber nicht länger, mussten den Auftrag auslösen. Ist alles mit Ersatzmaßnahmen natürlich verbunden. Es werden mehr Bäume dann gepflanzt, als gefällt wurden. Aber es tut mir natürlich als Grün besonders weh, dass das jetzt passieren musste.
Aber wie gesagt, diese Maßnahmen sind nicht umsonst, weil wir eine ganze Liste haben von 111 Unternehmen, die darauf wollen. Und 62% sind aus Pankow und ungefähr 52% von diesen Unternehmen sind förderfähig. Die dürften dann nach GAW-Förderung dort auf die Fläche rauf. Ja. Haben Sie denn diesmal eine Chance, wenn da jetzt Interessenten sind für diese Fläche, wenn der jetzige Eigentümer verkauft, sag mal, eine qualitative Auswahl zu machen? Wir denken schon, wir werden zwar nicht jetzt in jedem Fall sagen können, der darf und der darf nicht, aber es gibt ja eine Liste nach diesen Förderbestimmungen. Da ist zum Beispiel metallverarbeitendes Gewerbe drauf, da ist Biotech mit drauf, da sind auch bestimmte andere Branchen drauf, aber manche Sachen gehen überhaupt nicht. Ja? Und wir werden natürlich mit den Eigentümern der Flächen Durchführungsverträge aushandeln, die verpflichten sich ja sozusagen auch gewisse Abschöpfungsbeiträge dann zu zahlen und das geben die weiter an die, die dann auf die Flächen ziehen mit ihrem Gewerbe. Möglicherweise gibt es auch vielleicht kleinere Unternehmen, die sich dann da einmieten. Die werden nicht alle kaufen können. Es sind ja auch mehrere private Grundstückseigentümer dort. Ja. Gehen wir nochmal auf ein anderes Thema, bevor Sie die Chance haben, nochmal Fragen zu stellen, wenn Sie mögen. Gehen wir nochmal auf das Thema, das Herr Lang immer formuliert. Er sagt, wir machen hier nicht nur ein UFO auf der grünen Wiese, sondern die angrenzenden Stadtteile sollen auch davon profitieren. Also es soll sozusagen Entwicklung zum Besseren stattfinden. In Blankenburg, in Heinersdorf vor allem, aber auch in Malchow. Was schwebt Ihnen davor? Wohin sollen diese Ortskerne sich entwickeln? Haben Sie schon erste Ideen nach so kurzer Zeit im Amt? So konkret sicher nicht, aber ich sehe das auch als Chance. Ich habe ja auch diese Entwicklungsgebiete in Adlershof und in Spandau, Wasserstadt, Oberhavel und so verfolgt in den 90er Jahren. Es ist auch eine Chance für die Umgebung. Es wird ja soziokulturelle Infrastruktur geschaffen. Wir werden Schulen dort haben. Wir werden natürlich auch sehen, dass es vielleicht auch in Richtung, wir haben ja eh das Problem, wir kommen ja mit dem Wasser nicht weg. Also wir werden auch mit dem Regenwasser anders umgehen müssen. Und wir werden vielleicht auch outdoorarme Gebiete dort haben, wo es dann durchaus Angebote für diejenigen gibt, die auf Stellplätze nicht angewiesen sind, dass man natürlich dann auch andere Formen der Anbindung mit Carsharing, natürlich wichtig die ÖPNV-Anbindung, die muss erst da sein. Also es wird, denke ich, eine Chance sein auch, wie wir es ja an anderer Stelle auch versuchen, zum Beispiel an der Michelangelo-Straße, hier auch ein Vorzeigeprojekt zu machen. Ja. Okay, vielen Dank. Jetzt stelle ich nochmal die Frage an die Fragenden. Das Thema Logistikcenter und Lkw-Verkehr, ist das ausreichend beantwortet worden von Herrn Kuhn? Darf ich einen Haken dran machen erstmal? Sonst höre ich ein Nein. Nein, ich höre kein Nein, das ist wunderbar. Abgehakt, aber noch nicht gelöst im Detail. Jetzt nichts beantwortet, Ihrer Meinung nach. Dann fragen Sie gerne nochmal nach. Also, er hat ja nichts Konkretes vorzuweisen, also von daher ist es nicht beantwortet. Okay, dann mache ich jetzt hier ein nicht beantwortet dran. Herr Kuhn, schaffen Sie das noch? Ich kann Ihnen jetzt nicht sagen, der und der kommt dahin und der nicht, weil jetzt erstmal sozusagen weiterverhandelt werden muss mit den Flächeneigentümern, weil die Planung vorangetrieben werden muss. Es gibt ein Verkehrsgutachten, das ist aber nur für diesen Fleischzerleger ausgerichtet. Das stimmt ja jetzt nicht mehr. Jetzt muss also neu untersucht werden. Und wir haben die Zeit. Wir haben die Zeit, bevor die Straße gebaut wird, bevor der Startschuss fällt, sind die Unterlagen so weit vorangetrieben, dass wir sagen können, das passt und das geht und das ist machbar. Okay, das heißt, ganz bald werden neue Verkehrsgutachten irgendwie herausgegeben, die sich auf dann andere Betriebsformen beziehen. Bitte sehr, wenn Sie da nochmal nachhaben. Jetzt würde ich... Ja. Wie wollen Sie den Verkehr, der auf der Blankenburger Straße ohnehin schon fast im Kollaps endet, wie wollen Sie den denn da wegkriegen? Das ist doch die große Frage, weil ich sage mal, auf der anderen Seite des Gewerbegebiets ist ein kleiner Naherholungsbereich. Dann kommt das Gewerbegebiet, dann kommt die Blankenburger Straße. Was meinen Sie denn mit der Straße, die da geplant ist und gebaut werden soll? Wir gucken nochmal konkret dazu. Ich sage nochmal, das jetzige Verkehrsgutachten, was jetzt nicht mehr gültig ist, weil es ja jetzt andere Voraussetzungen geben wird, das ging davon aus, dass man durch eine andere Schaltung an den beiden Knoten den Verkehr, das wurden so um die 600 Kraftfahrzeuge geschätzt, wenn der Fleischzerleger gekommen wäre, ja, dass das durch eine veränderte Schaltung aufzufangen gewesen wäre. Das ist
Das ist die Vergangenheit. Und jetzt läuft ja die Planung weiter. Ja, von daher kann ich jetzt nicht sagen, das wird dann so oder so sein. Okay, aber mit der Straße, wie gesagt, bitte ganz kurz bis zu Ende zuhören. Ich frage noch mal einmal nach, Herr Kuhn, wenn Sie sagen, über die Straße, was die Dame gefragt hat, wird dann der Verkehr abgeführt. Damit ist schon die Straße, die jetzt in Ihrer Empfindung sowieso schon zu ist, gemeint. Egal, was für ein Gewerbebetrieb da kommt. Es ist ja jetzt, man muss ja auch an die Zukunft denken. Es ist ja durchaus denkbar, dass wir uns in den vorbereitenden Untersuchungen einigen, dass die Straße dann doch weitergeführt wird Richtung Blankenburg Süd oder dass es da noch eine andere Variante gibt. Ja, ich weiß nicht, ob Sie was dazu sagen können. Herr Sichter möchte noch dazu. Hören Sie kurz zu und dann kommen noch mal Fragen. Ich kann das noch mal versuchen zu erläutern. Diese Erschließung für das Gewerbegebiet, die jetzt in Rede stand, da ist gestern verabredet worden, dass die jetzt nicht begonnen wird, sondern dass wir in dem nächsten halben Jahr, wo ja auch die gesamten anderen Maßnahmen kommen, geguckt wird, ob diese, ich nenne das jetzt mal Vorab-Erschließung des Gewerbegebietes, kompatibel ist mit der zukünftigen Entwicklung, sodass man, dass man da etwas baut, was dann später auch vernünftig sozusagen in ein Gesamtsystem eingehängt wird. Sie haben völlig recht mit Ihrer Befürchtung, wie funktioniert denn das Gesamtsystem? Denn wenn in dem Gewerbegebiet mehr Leben und mehr Verkehr ist, muss das ja im Gesamtgebiet abgewickelt werden. Und da hoffen wir, dass wir die Zeit, also ein Jahr jetzt sozusagen, gut nutzen können. Vielleicht muss man diese Vorab-Erschließung dann nochmal ein bisschen korrigieren an der Stelle oder etwas anders machen. Aber in jedem Fall ist klar, dass es ein Gewerbegebiet im Prinzip bleiben soll, um den Bedarf insbesondere aus den Kiezen aufzufangen. Ja. Soweit. So, jetzt haben wir die zweite Fragerunde. Wir würden dafür, Sie sind sofort dran, wir würden dafür nochmal ungefähr 10 Minuten vorsehen, nur dass Sie ein Gespür dafür haben, also jetzt an Fragen und dann nochmal ungefähr 5 bis 10 Minuten Antwort. Es sei denn, alle sagen, um Gottes Willen, mir reicht's. Nein, Herr Runge hat noch eine Frage. Würdest du da nochmal kurz... Ja. Herr Kuhn, wir hatten eben gerade gehört, dass eine veränderte Ampelschaltung heute schon die Leistungsfähigkeit erheblich erhöhen würde in Heinersdorf. Jetzt frage ich mich natürlich, warum warten wir darauf, dass 600 Verkehrsbewegungen hinzukommen, um ein Problem, was wir heute haben, lösen zu können? Also das erschließt sich mir nicht ganz. Werden wir mit aufnehmen. Gut, gibt es hier auf dieser Seite eine Frage? Ja, schönen guten Tag, mein Name ist Sibylle Schüppier. Ich wohne in Karow und wir sind selbstverständlich auch oder werden dann tangiert von diesen vielen Verkehrsteilnehmern. Ich merke es jetzt schon jeden Morgen, die Pendler kommen aus dem Umland und bereits morgens um 6:30 sind die S-Bahnen voll. Meine Frage ist, plant der Senat, denn er kann es ja, bestellt bei der S-Bahn neue Bahnen oder einen dichteren Takt, der vielleicht bis Buch geht. Also das würde erheblich auch die Straßen entlasten, weil dann einfach die Leute, wenn sie einen besseren Nahverkehr haben, auf die Autos vielleicht verzichten. Denn in der Innenstadt bekommt man ohnehin keine Parkplätze. Vielen Dank. Gut, die dichtere Taktung hier in diesem vorderen Bereich. Ich komme einmal zu Ihnen. Mein Name ist Nerlich. Ich bin Vorsitzender des Reit- und Fahrvereins in Malchow. Und ich habe zu der Baustraße oder der Baumaßnahme Entwässerung eine Frage oder einen Hinweis. Malchow, warum wollen Sie denn unbedingt, es ist klar, während der Baumaßnahme muss eine Einbahnstraße in Malchow sein. Aber warum muss der Stadt auswärts fahrende Verkehr die Umleitung gehen, damit Sie dann zweimal den Gegenverkehr kreuzen müssen? Wäre doch vernünftiger, man lässt den Stadt auswärts fahrenden Verkehr auf der Fahrbahn, den stadteinwärts fahrenden Verkehr leitet man um. Dann braucht man nicht immer über die Gegenfahrbahn zu fahren. Okay, gut, ich denke, da werden vielleicht der Kuhn und der Kirchner was zu sagen können. Herr Fritz hier vorne, unser Kameramann. Ja, der Herr Fritz nochmal hier. Habe ich das jetzt richtig verstanden? Es gibt Fördermittel, woraus eine Straße für ein Gewerbegebiet geplant war und gebaut werden sollte. Warum verzichtet Berlin nicht auf diese scheiß Fördermittel? Dann haben wir genug Zeit. Okay. Einfach drauf verzichten.
Dann wird nichts gebaut, dann haben wir genug Zeit für die Gesamtplanung und brauchen dann nicht irgendein Gewerbegebiet zu irgendeinem Zeitpunkt jetzt irgendwelche Baumaßnahmen anfangen. Wenn ich sehe, dass am Blankenburger Weg jetzt auf diesem Hügel die Wasserwerke, die gesamten Bäume da platt gemacht hat, das gesamte Lebensumfeld von Füchsen, von den Fischreihern und so weiter platt gemacht hat gerade, weil irgendein Zugang gebaut wird, da werden jetzt, oder wurden schon Bäume gefällt, wie weit wollen wir das noch treiben, nur damit irgendwelche Gelder noch benutzt werden können. Vielen Dank, Herr Fritz. Danke. Ich gehe noch mal in den hinteren Bereich, dass ich da niemanden übersehe. Gibt es hier noch jemanden, der eine Frage hat? Ja, Sie, ich komme zu Ihnen. Ja, schönen guten Tag. Leister ist mein Name. Ich wohne in der Anlage Blanken. Komme ich an? Ja, es wäre gut gehört. In der Anlage Blankenburg und bin Eigentümer eines Hauses und Grundstückes vom Senat und so weiter mit einem beim Notar und so, und ja, mit Notar abgesichert und. Jetzt im Laufe der Maßnahme, die hier geplant ist mit Entwicklung und so weiter, ist es Folgendes. Das ist ja praktisch mein Ruhestandssitz mal gewesen. Wenn jetzt in dieser Maßnahme ich enteignet oder entschädigt werde, ist eventuell vorgesehen, dass ich sage, gut, wenn Sie mein Grundstück für eine S-Bahn brauchen, eine Straßenbahn, einen Omnibus oder sonst sowas, möchte ich gerne mit dem Geld, was ich als Entschädigung bekomme, möchte ich ein Grundstück haben. In Blankenburg, das ist meine Heimat. Mhm. Ist sowas vorgesehen, wie zum Beispiel auch eine Kirche gebaut werden könnte in diesem neuen Gebiet, dass die Kirche vielleicht auch ein Grundstück bekommt? Oder jedenfalls ist die Frage angekommen. Die ist absolut angekommen. Herr Sichter wird bestimmt gleich etwas dazu sagen. Wir nehmen die auf jeden Fall mit hier vorne an. So, jetzt habe ich da noch eine Wortmeldung und dann würde ich, glaube ich, gerne schließen wollen. Da, genau, hier, die Hand in der Mitte da irgendwo. Ja. Achso. Zoschke, Einersdorf. Ich habe mal eine Frage wegen der Leitung der Verkehrsströme. Warum nützt man eigentlich nicht das ehemalige Industriewarengelände? Da könnte man doch zum Beispiel da, wo der Milchhof jetzt platt gemacht wurde, gerade durchgehen bis an das Gewerbegebiet und könnte rechts abbiegen in dieses neue Baugebiet drin und müsste sich dann nur in Blankenburg irgendwo durchschlängeln. Okay. Dann wäre nämlich auch das Problem, was vor 10 Jahren schon mal so stark diskutiert wurde, die Entlastung des Dorfkerns Heinersdorf und die Entlastung des Dorfkerns Blankenburg. Wäre vielleicht eine Variante. Okay, vielen Dank für den Hinweis. Jule, jetzt habe ich hier vorne noch eine Frage und Sie hatten sich vorhin auch gemeldet, sind nicht dran gekommen. Möchten Sie noch? Dann nehmen wir diese beiden Fragen noch an und dann binden wir dort die Frage runter. Ja, schönen guten Abend, mein Name ist Terb, ich wohne in Blankenburg seit über 20 Jahren. Ich habe ganz viel heute Abend gehört von zukunftswirksam und von nachhaltig und Abwägungsprozessen. Und ich kann Sie trösten, der Herr Kirchner muss sich nicht verhaften lassen. In 5 Jahren ist er dann vielleicht nicht mehr Staatssekretär, wenn es um die Maßnahmen geht. Also machen Sie sich keine Sorgen. Ich wollte aber was anderes sagen. Ich vermisse hier grundsätzlich wirklich großräumige Lösungsansätze. Ich will mal ein paar Sachen nennen. Ich habe die Senatsverwaltung angefragt, warum die Anschlussstelle Schönerlinder Straße nicht zur Vollanschlussstelle ausgebaut wird. Da hat man mir gesagt, das hat man quasi vergessen, das zu machen. Das wird später nachgeholt. Ich habe freundlich nachgefragt, warum man das Kreuz Kau nicht zum Doppelstockbahnhof ausbaut, wie es ja schon seit 20 Jahren fast geplant ist. Da hat man mir gesagt, ja, das hat man versäumt zu bestellen, die Leistung. Dann habe ich freundlich nachgefragt, wie ist es denn eigentlich, wenn man diese Verkehrsträger, die längst geplant sind, wie zum Beispiel die U10, ne, großräumig unter der Berliner Allee, man zieht sie raus bis in den Nordosten, teilt die Richtung Wartenberg und Richtung Blankenburg. Warum ist das nicht überhaupt Gegenstand der Überlegung? Ich sehe hier Klein-Klein-Planung. Ich sehe keine großräumigen Würfe. Tut mir leid. Und ganz schlimm finde ich, und das muss ich auch unbedingt noch loswerden, warum plant man nicht das Tempelhofer Feld neu, wenn man großräumig plant? Dort ist ein Anschluss da mit U-Bahn, mit S-Bahn, mit Autobahn. Ich höre davon nichts. Ich höre eine Klein-Klein-Lösung, die mit wenig Geld realisiert wird. Entschuldigung. Ja, nee, Sie müssen sich gar nicht entschuldigen. Ich wollte nur, dass wir jetzt da einen Punkt machen, weil das waren mehrere Fragen. Wir müssen die auch alle memorieren. Wir gucken, dass wir zumindest zu dem einen oder anderen noch eine Antwort bekommen, auch wenn wir die Vergangenheit nicht ändern können. Das muss auch klar sein. Wir können nur die Zukunft ein bisschen besser machen. So. Ja, Nils Kupsch ist mein Name. Ich komme aus Blankenburg, aus der Kleingartenanlage. Was ist hier mit Verkehr wird geredet, alles wird geredet, aber mit die Natur, die kommt absolut gar nicht, kam heute gar nicht großartig ran.
Wir haben Eisvögel, wir haben Füchse, wir haben Rehe selbst in der Anlage. Was ist mit denen? Wenn die große Betongeschichte da vor der Tür gebaut wird, ich muss mehr Geld für mein Grundstück zahlen und verliere eigentlich so ein bisschen die Natur und muss trotzdem noch dazu Geld bezahlen. Wo sind wir denn hier? Verstehe ich nicht. Okay, alles klar. Wird mit nach vorne genommen. So, jetzt würde ich, ist es doch dringend? Gehen Sie unzufrieden nach Hause, wenn Sie das nicht mehr... Ja, eine Anschlussfrage. Okay, dann ist aber wirklich definitiv... Guten Abend, Beate Mitchell aus Heinersdorf. Herr Kirchner hat diese beiden Straßenbahnlinien recht ausführlich beschrieben. Ich würde gerne wissen, ob es da schon einen Baubeginn gibt und ob genug Gelder geplant sind, dass es zum Beispiel Flüstergleise gibt und die entsprechenden Belege, sodass die Lärmbelastung sich in Grenzen hält. Vielen Dank. So, jetzt müssen wir das Ganze hier oben nochmal... Moment, wir haben hier, Entschuldigung, wir haben eine organisatorische Sache. Ja. Ich komme mal zu Ihnen, Sie können das besser vortragen. Aber wir haben draußen einen Hund gefunden, der bricht aus einem schwarzen Mercedes-Transporter aus die ganze Zeit. Falls jemand einen schwarzen Mercedes-Transporter hat und Hund, ah, wunderbar. Gut, das war's okay. Schon. Viel Spaß noch. Ja? Danke sehr und danke fürs Vermitteln. Wollen wir hoffen, dass es dem Hund gut geht und denjenigen, die ihn treffen, auch. Jetzt haben wir so diverse Fragen gehabt, die ich jetzt mal versuchen muss zu sortieren. Genau. Fangen wir doch mal an, nochmal mit dem Thema Natur. Warum spielt die Natur hier vorne auf dem Podium, warum spielt die Natur bisher in den Gesprächen eine so geringe Rolle? Wird das so bleiben, Herr Sichter oder Herr Lang? Nee, die Natur spielt die gleiche Rolle wie alle anderen Aspekte sozusagen. Und auch in Karo Nord, glaube ich, gibt es eine ganze Menge Natur. Da wird es auch Füchse geben, da wird es auch bestimmte Vögel geben. Ich glaube nicht, dass die wichtige oder interessante Vögel. Ich glaube nicht, dass die Unterstellung richtig ist. Ich glaube nicht, dass die Unterstellung richtig ist. Wenn Sie die Stadt oder die Stadtteile auch richtig beobachten, passiert auch in einer städtischen Umgebung eine ganze Menge Natur. Es wird ja noch eine lange Diskussion geben über die Grün- und Freiräume oder Parkanlagen, die mit der Entwicklung verbunden sind. Darüber haben wir ja noch gar nicht geredet. Das ist natürlich so. Und natürlich ist so eine Veränderung, die dann stattfindet, erstmal mit Eingriffen verbunden. Ich glaube schon, dass wir uns darum bemühen werden, wie bei anderen Quartiersentwicklungen auch, dass das eine Rolle spielt. Mehr kann ich dazu nicht sagen jetzt erstmal. Ja, wichtig ist, dass Sie in dem Beteiligungsprozess, ja, Ihre Frage ist natürlich naturgemäß nicht beantwortet, sie kann im Moment vielleicht nicht beantwortet werden. Wichtig ist, dass Sie im Beteiligungsprozess auch alle, die Sie meinen, dass die Entwicklung der Naturräume wichtig ist, sich auch einmischen und einbringen und auch ihre politischen Räume dafür nutzen. Okay, jetzt habe ich ein ganz großes Bündel zum Thema Verkehr, Herr Kirchner und vielleicht auch Herr Kuhn, aber wir fangen mal mit Herrn Kirchner an. Die S-Bahn ist heute schon voll und soll in dichterem Takt fahren. Geht das? Ja, wenn die Züge geliefert werden, die sind bestellt. Ja. Sie können gerade im Bahnbetrieb Serb-Grummelsberg, können sich gerne beteiligen, den Prototyp betrachten. Die S-Bahn ist ein Spezialsystem, die wegen der Strom und wegen der gesamten Fahrzeuge, sodass hier Sonderanfertigungen nötig sind. Wir werden ab 2021 erheblich mehr Fahrzeuge bekommen. Die sind auch schon bestellt, wie erwähnt. Und das zweite Gleis nach Bernau und der 10-Minuten-Takt wird aber erst funktionieren, wenn die Züge auch da sind. Okay. Im Moment sind alle froh, dass die S-Bahn-Krise in diesen 3 Wochen Winter nicht ausgebrochen ist. Weil tatsächlich die Alten, ja, da kann man jetzt lachen oder nicht, alle wissen es immer alle besser. Wir hatten an der Stelle hier nur noch mal zur Erinnerung 4 Manager der S-Bahn, die das geschafft haben, innerhalb von wenigen Jahren das gesamte S-Bahn-System zu Schande zu reiten. 1946 fuhr Sollen wir bei den Fragen bleiben? Wir bleiben mal bei den Fragen. Ja. Zweites Gleis, essentielle Voraussetzung, übrigens nicht bloß nach Bernau.
Okay. So, und 10-Minuten-Takt ist ein Gebot einer wachsenden Metropolregion. Die Stadt wächst. So. Die Verkehre in Malchow sind hier angefragt worden. Das ist ein Punkt, ich kann Ihnen nicht ganz folgen. Weil egal was passiert, egal welche Regelung genommen wird, die 4 Jahre Bauzeit, wird ja nicht bloß die Straße gebaut, sondern auch die der Wasserbetriebe, bedeutet, dass entweder morgens statt einwärts oder abends statt auswärts die Umleitungsverkehre, die Strecken, wo die Umleitungsverkehre lang gehen, erheblich mehr belastet werden. So. So. Nee, das ist, wenn die Straße da gebaut wird, wird da so. Aber gut. Herr Kirchner, ich würde bitten, diesen Vorschlag nicht sofort ad acta zu tun, sondern vielleicht gibt es ja eine Möglichkeit, da nochmal in Ruhe. Ja, ist ja alles gut. In Ruhe. Ja. Ja, es ist angekommen und ich glaube, wir werden. Ich versuchte das sachlich zu beantworten und habe gesagt, es löst das Problem nicht und wenn die Baustelle dort stattfindet, wir werden wird auch diese, sowieso die. Herr Kirchner, bitte. Wir werden auch diese Frage online beantworten und es wird eine Beschäftigung damit geben und wir müssen es auch ein Stück weit jetzt den Fachleuten überlassen, die ja auch mit Ihnen da zusammenarbeiten an der Stelle. Herr Kirchner, jetzt war noch die Frage nach dem Thema großräumige Lösungsansätze und ich sag mal die Einlassung, dass so viele Dinge in der Vergangenheit versprochen wurden, die am Ende sag mal, versäumt wurden. Beides Themen von Ihnen, wenn ich das richtig gehört habe. Das mit dem Großräumigen, Sie haben es mehrfach erwähnt, dass es dieses Gesamtkonzept Nord-Ost geben wird. Wie gehen Sie jetzt mit dieser Anforderung weiter um? Da scheint es ja auch ein Beteiligungsmitsprachebedürfnis zu geben, das sich nicht auf den Blankenburger Süden bezieht. Ich hatte das versucht anzudeuten. Es gibt eine Korridoruntersuchung des VBB. Da geht es um die Neugestaltung aller Stadt-Umland-Verkehre in Ost, Nord, Süd und so weiter. Da ist dieser Nordosten einer der untersuchten Gebiete. Die Korridoruntersuchung wird im Laufe dieses Monats auch veröffentlicht. Ich glaube, dass es da auch erhebliche Debatten darum gibt. Und wir haben hier selber eine Korridoruntersuchung. Deswegen muss man mal ein bisschen aufpassen für das Gesamtverkehrssystem, nicht bloß für den ÖPNV, in Auftrag gegeben, wo wir im Laufe des Jahres Erkenntnisse bekommen, was eigentlich nötig ist. Wir haben den Stadtentwicklungsplan Verkehr. Der ist gerade in Erarbeitung. Da gibt es große Foren dazu. Gerade am letzten Freitag hat wieder eins dazu stattgefunden. Und da gibt es 6 Teilprojekte, die modellhaft die Fragen, die Berlin betrifft, untersuchen. Eins ist davon die stark wachsende Region. Und da ist als Beispiel der Nordostraum ausgesucht worden. Warum? Weil wir sehr wohl sehen, dass wir die Erkenntnisse und die Notwendigkeiten, die hier gerade im Nordosten der Stadt zu beantworten sind, für die ganze Stadt brauchen. Neben den BRR-Anschließungen oder. Okay, das wäre aber auch nochmal die Aufforderung, sich in diesen Foren, darf sich da jeder beteiligen? Das ist öffentlich und das ist tatsächlich. Ja, okay. Ja, ich habe da auch keine Angst, aber ich wollte an der Stelle nochmal sagen, tatsächlich haben wir es damit zu tun. Und das nochmal in aller Deutlichkeit, dass die Infrastruktur in Berlin Jahrzehnte vernachlässigt wurde. Die Schulen sind kaputt, die Straßen sind kaputt, die Brücken sind kaputt, die S-Bahnen sind kaputt und so weiter. Ja, und insofern haben wir große Herausforderungen. Und wenn die A114 und die A109 und die Brücken und die Bucher Straße und gleichzeitig saniert gebaut werden müssen, dann muss quasi auch was nachgeholt werden, was jahrzehntelang, da können Sie nicht dafür, ich nicht dafür, wurde schleifen gelassen. Okay. So. Was haben Sie noch auf Ihrem Zettel? Weil ich bin eigentlich den Vollanschluss der 114. Ah ja, oh, der so. Vollanschluss, ja. Tatsächlich ist die A114 geplant worden, nicht als Neubau, sondern als Sanierung, um 2 Sachen auszuschließen. Das eine ist der Lärmschutz nach Westen, weil Sanierung erzeugt nicht diesen Bedarf. Und das zweite sind die Anschlüsse. Aber die Bucher Straße wird geplant, als auch die Ruprechtsfelder Chaussee, als bis hoch zur Wildbergstraße, als eine Haupterschließung für das Gewerbegebiet und für den Entwicklungscluster Buch. Und da wird dann der Vollanschluss tatsächlich jetzt schon in der Planung mit berücksichtigt. Sie werden uns aber nachsehen, dass wir nicht die A114 und die Ruprechtsfelder und die Bucherstraße gleichzeitig bauen können. So, deswegen geht es tatsächlich an vielen Punkten nur hintereinander. Genauso wie ich gesagt habe, dass wenn wir jetzt in der Malchower Straße das um ein Jahr verschieben, weil es nicht zumutbar ist, dass parallel dazu in der Bahnhofstraße in Blankenburg auch noch gebaut wird. Die Wasserbetriebe sind da im Verzug und deswegen mussten wir
auch aus dieser Verantwortung fürs Gesamte die Malchower Straße, die Malchow, in Malchow das verschieben. Zu U10 kann ich nur sagen, ist mein Vorschlag. Ich werde dafür im Moment ausgelacht in dieser Stadt. Aber ich gebe Ihnen völlig recht, in dieser wachsenden Metropolregion muss nicht bloß Straßenbahn einen zentralen Teil der künftigen Verkehre aufnehmen, sondern auch schienengebundener ÖPNV und dazu gehören S-Bahn als auch U-Bahn-Linien. Und es gibt, manches wird ja auch schnell vergessen, einen Beschluss aus dem Abgeordnetenhaus vom letzten Sommer, wo die Senatsverwaltung, jetzt bin ich das, aufgefordert wurde, 6 Linien näher zu untersuchen. Und da ist zum Beispiel die U10, spielt eine Rolle, die U2-Verlängerung, die U9-Verlängerung, die U7-Verlängerung nach Süden und so weiter. Ja. Okay. Und da gebe ich Ihnen recht, es ist bloß für die nächsten 5 Jahre, weil die U5 in der Innenstadt so teuer ist, derzeit nicht zu finanzieren. Die frisst im Grunde genommen alles Geld auf. Okay. Karower Kreuz, lange Geschichte, ich darf ja jetzt nicht. Gut. Nee, also es ist ein Fehler aus der Vergangenheit. Möchten Sie noch eine Begründung hören, warum? Okay, ja, wenn Sie fragen, kriegen Sie Antworten. Das war das Versprechen. Ja. Herr Kirchner, ich glaube, wir haben die wesentlichen Fragen erstmal behandelt. Ich würde ganz gerne noch Herrn Kuhn nach vorne bitten. Erstmal vielen Dank. Was sagen Sie? Die Straßenbahnfrage im Sinne von Entschuldigung, der Flüsterbelag für Straßenbahnen. Ja, so baut man heute nur noch. Also insofern tatsächlich die. Es sind derzeit 14 Linien in Berlin in Planung. 4 sollen dieses Jahr noch begonnen werden zum Bauen, in Allershof, am Ostkreuz und so weiter. Die 5 Linien, die in dieser Legislaturperiode geplant werden sollen und auch begonnen werden zu bauen, davon sind die 2 Linien, die ich erwähnt habe, das ist die Verlängerung der M2 und die Linie 54. Und da ist bei dem Planfeststellungsverfahren ein zentrales Thema Lärmschutz und aktiver als auch passiver Lärmschutz zu bewältigen. Sonst kriegt man überhaupt keine Planfeststellung. Und dann war noch die Frage, wann wird begonnen mit dem Straßenbahnbau? Mit dem Bau soll in dieser Legislaturperiode noch begonnen werden. Also 2021. Übrigens sind die Gelder auch schon in der mittelfristigen Finanzplanung 60 Millionen im Jahr eingestellt. Die Leute, um das mal deutlich zu machen, die Leute, die für Straßenbahnplanung notwendig sind, die Stellen haben wir jetzt schon zugewiesen bekommen. Die Ausschreibungen laufen gerade. Wir suchen europaweit Straßenbahnplaner. Also da ist tatsächlich ein bisschen mehr Musik drin als in den letzten Jahren. Deswegen bin ich da auch sehr zuversichtlich, weil alles dafür spricht, dass die Voraussetzungen Geld, Leute, Planung, Planungsmöglichkeiten auch vorhanden sind. Das war ja vorher nicht so. Vielen Dank erst einmal. Jetzt haben wir, Herr Fritz, ich würde gerne, wir hatten eigentlich die, dürfte ich gerne erstmal einmal weitermachen. Wenn noch eine Frage offen ist, müssen wir sie vielleicht noch behandeln. Ich habe noch ein paar Fragen offen, die ich gerne jetzt noch, weil sonst würden Menschen, die jetzt Fragen gestellt haben, nicht zu Wort kommen. Ich habe jetzt noch eine Frage, die Herr Kuhn vielleicht beantworten kann. Zum einen habe ich das Thema, kann man die Fördermittel nicht einfach zurückgeben? Das könnte man natürlich machen, aber 5,2 Millionen Euro für eine Fläche, wo Beton ist, wo sowieso was gemacht werden muss, die erschlossen werden muss. Wir können es nicht bezahlen aus dem Landeshaus, aus dem Bezirkshaushalt. Das sind Bundesmittel. Von daher ist das natürlich sinnvoll, dass man da was mitmacht. Ja. Herr Fritz, wir hatten bis jetzt immer ganz gut hinbekommen. Ja, was? Es geht doch nicht um die Natur. Da ist Beton. Ja. Warten Sie ganz kurz. Ja. Ja, okay. Gut. Ganz wichtiger Punkt. Und trotzdem hatten wir uns auf eine bestimmte Gesprächskultur, nämlich ausreden lassen, auch geeinigt. Herr Kuhn. Wir hatten die zweite Frage, die ich jetzt hier habe, ist die Ampelschaltung. Wenn es denn so nahe liegt, das Gute, warum macht man es nicht? Ich sagte vorhin, dass das Verkehrsgutachten, was sozusagen nur für diesen Fleischzerlege- und Großhandelbetrieb gemacht wurde, veränderte Ampelschaltung ergeben hat, um den Verkehr abfließen zu lassen. Die jetzige Ampelschaltung war gar nicht die Untersuchung für die jetzige Situation, sondern nur für die zukünftige. Wenn die jetzige Ampelschaltung geändert werden muss, dann ist natürlich durch die Verkehrslenkung und so weiter, müsste das untersucht werden. Ich denke, da müssten Sie dann auch über den Verkehrsausschuss in der BVV entsprechend nochmal tätig werden. Vielleicht ist da auch schon was getan worden. Das entzieht sich jetzt meiner Kenntnis, weil ich noch nicht so lange im Amt bin. Ne? Okay. Und dann haben wir noch eine Frage von dem Herrn, der sich eben nochmal gemeldet hat, die noch nicht beantwortet war. Vielleicht für Herrn Kirchner, vielleicht für Herrn Kuhn. Das Thema Industriebahn.
und die Nutzung, wo man sich dann hinterher nur noch durch Blankenburg, genau, Industriebahntrasse. So, genau, das war noch offen, das genau. Ist die berühmte Heinersdorfer Verkehrslösung. Nur nochmal zur Erinnerung, es gibt vier Trassenelemente. Die eine ist von unten vom Steinberg entlang der Straße am Steinberg bis zur Romain-Rolland-Straße und soll dann hochgehen von der Romain-Rolland-Straße auf dieser jetzt als Hundeauslaufgebiet und Naherholungsfläche, ausgewiesenen Fläche, hoch bis zur Blankenburger Straße. Dieses Element und dieses Element hier unten waren immer in einer Einheit gesehen. Das ist 1996, 2006 und 2011 jeweils immer abgelehnt worden. Von der BVV? Aus unterschiedlichen Interessen. Okay. Ich kann mich noch sehr lebhaft an 2008 war das eine Versammlung im BVV-Saal erinnern, genau. Wo die Anlieger hier aus der Blümchensiedlung gesagt haben, wollen wir nicht. So. Die weitere, ja, das ist tatsächlich der Widerspruch, mit dem wir überall in Berlin leben. Okay. Verkehr soll fließen. Also das heißt, aber, ganz kurz nochmal, Kirchner, diese Idee ist schon älter, ist ganz aber alt. Sie lässt sich nicht durchsetzen es im Moment. Es gibt noch eine. Ein Trassenelement, das ist die verlängerte Romain-Rolland-Straße über die alte Gärtnerei hoch zur Blankenburger. Und dann, und das ist aktuell, gab es jetzt noch immer ein Trassenelement hier auf dieser NEB-Trasse hoch bis zur Autobahn. Da ist jetzt mittlerweile eine Planungsanpassung, hat stattgefunden, die Variante, die Blankenburger Straße bis zum Schmöckfuhlgraben und dann entlang des Schmöckfuhlgrabens rüber zur Autobahn ist jetzt die Vorzugsvariante. Das ist allerdings im Kontext mit den vorbereitenden Untersuchungen jetzt nicht mehr separat betrachtet, sondern wird in den Gesamtzusammenhang gestellt. Ich wollte bloß an der Stelle sagen, seit 1996 gibt es die Verkehrslösung Heinersdorf, die immer sehr kontrovers, engagiert, leidenschaftlich und mit viel Herzblut diskutiert wurde. Bisher hat sich keine der Varianten durchsetzen können, weil immer einer dagegen war. Okay, vielen Dank nochmal. Und jetzt habe ich nochmal das Thema Enteignung meines Grundstücks. Dort, wo ich heimisch geworden bin, was passiert, wenn die Trasse über mein Grundstück geht, habe ich eine Chance, ein Grundstück zumindest in der Nähe im gleichen sozialen Bezug zu bekommen? Da kann man antworten, ja. Also wenn es tatsächlich zu so einer solchen Situation käme, dass aus einer Gesamtbetrachtung an irgendeiner Stelle eine Trasse nun auf ein Grundstück trifft und da muss man durch, dann gelten, das ist aber in der Bundesrepublik überall so, natürlich die Regelungen, dass bevor man so etwas tut, die Verhältnisse, die man da trifft, genau zu untersuchen sind und dass derjenige, der dann darunter leidet, nicht sozusagen materiell und in seinen leiden muss und auch seine Lebensverhältnisse wieder angepasst. Also wenn das ein ideeller Verlust ist, das ist das Haus, was die Großmutter oder der Großvater gebaut hat, diesen Verlust kann man natürlich nicht ersetzen. Aber selbstverständlich muss dann eine Möglichkeit für denjenigen geschaffen werden, das ist auch die Verpflichtung der Gemeinde, dass er weiterleben kann. Wenn es einen Betrieb trifft, muss sozusagen die betriebliche Fortsetzung gewährleistet werden. Und das sind sehr, sehr intensive Verhandlungen. Es gibt in den Entwicklungsmaßnahmen in Berlin, glaube ich, 3 oder 4 Enteignungsverfahren, die tatsächlich durchgeführt wurden. Das waren fast immer Uferwanderwege. Weil wie gesagt, ein Uferwanderweg, wie der Name sagt, da muss man am Ufer lang. Es gab manchmal auch Ausweichmöglichkeiten. Also die Antwort ist, wenn es zu einer solchen Situation kommt, die wir natürlich bemüht sind zu vermeiden, dann wird es darüber einen sehr intensiven Prozess geben, um denjenigen, der davon betroffen ist, sozusagen in einen vernünftigen neuen Zustand zu versetzen. Okay. Herr Sichter, bleiben Sie ganz kurz hier. Ich habe nämlich jetzt gerade nebenbei nochmal die Karten ausgewertet, die Sie schon am Eingang hinterlassen haben mit Fragen. Ganz viele von den Fragen sind beantwortet. Einige Fragen kann man nicht genau beantworten, sondern da müssten Sie dann wirklich am weiteren Prozess teilnehmen. Zum Beispiel, was kommt auf das Märchenland zu? Ja, das sind Fragen, die wir nicht detailliert beantworten können, genauso wenig wie die Frage, wie genau sieht der Städtebau aus? Aber hier gibt es noch so ein paar kleine Fragen, die vielleicht noch wert sind, noch einmal anzuschauen. Das Pankower Tor versus den Blankenburger Süden. Wie kommunizieren diese beiden Projekte miteinander, Herr Sichter? Oder Herr Lang? Was heißt denn das Kommunizieren? Ja, das weiß ich jetzt nicht. Wer hat denn die Frage gestellt? Ist derjenige noch da, diejenige? Bitte sehr, dann erläutern Sie das gerne kurz. Könntest du kurz mal? Achso.
ich wohne in Heinersdorf und ich hatte halt vorher immer verfolgt, was im Pankower Tor geplant wird oder was da eventuell auf uns zukommt. Und da wurde auch schon gesprochen, dass es ein Problem gibt mit dem Verkehr. Und jetzt kommt der Blankenburger Süden noch dazu und wir sind praktisch genau dazwischen. Und ich weiß halt nicht, inwieweit jetzt die Projekte miteinander kommunizieren. Okay. Also ich hatte auch gehört, die M2 wurde fürs Pankower Tor zum Erschließen geplant. Jetzt scheint es ja anders beschlossen worden zu sein. Und das war praktisch der Hintergrund zu der Frage. Okay. Wir versuchen eine kurze Antwort, weil es offensichtlich eine komplexe Frage ist und wir jetzt auch schon etwas aus der Zeit gehen. Das ist dann wirklich auch die letzte Frage. Also in der Stadtplanung hält ja relativ viel miteinander zusammen. Aber der große Unterschied ist, diese Fläche ist eine landeseigene Fläche, die wir im Gesamtkontext entwickeln wollen, während diese Pankower Torfläche, eine ehemalige Bahnfläche, ganz merkwürdigen Zuschnitts ist, die Herr Krieger gekauft hat und die auch versucht wird, in eine vernünftige Nutzung zu bringen. Die Sachen hängen nicht direkt miteinander zusammen. Wir belassen es dabei. Wir wissen aber, wir müssen im weiteren Prozess noch viel miteinander sprechen. Am 1. April findet eine Kompetenzwerkstatt statt. Sie werden die Ankündigung dazu sehen. Die Teilnehmerzahl ist dieses Mal begrenzt. Es geht vor allem darum, dass diejenigen sich einbringen, die Lust haben, im weiteren Prozess an diesem Beteiligungskonzept mitzustricken. Schauen Sie im Netz, da wird es eine Ankündigung geben. Sie können sich anmelden. Es ist aber keine Informationsveranstaltung, sondern eine Werkstatt, wo Sie zum Mitarbeiten sozusagen aufgerufen sind. Wir können leider nur ungefähr 60 Menschen in der ersten Runde mit aufnehmen. Ich danke Ihnen für Ihre echt brillante und konzentrierte Aufmerksamkeit. Kommen Sie gut nach Hause und bleiben Sie dem Prozess bitte gewogen. Tschüss. Thank you.